Ja, dann einfach mal einen wunderschönen guten Morgen zur... Guten Morgen, Herr Dünge. Allen anderen auch einen schönen guten Morgen. Zur zweiten Fraktionssitzung dieses Jahr, ne? 2013, wenn ich richtig gezählt habe. Eins, zwei, ja, habe ich geschafft. Okay, wir machen weiter. Zurzeit 11 anwesende MDLs, das heißt 12 ab jetzt. Das heißt, wir sind beschlussfähig, können direkt loslegen. Jaroslav oder Moni, ihr habt die Tagesordnung schon mal noch bearbeitet gestern in der Vorstandssitzung, oder? Heute ist was mit mehr Demokratie? Ja. Sehr toll. Ich wollte den Termin glauben. Also ich fange dann einfach, ich ignoriere das, was jetzt als Top X da oben steht und fange mit Top 1 an. Wenn euch das recht ist. Bericht des Vorstandes. Dann hat vielleicht der Joachim den Bericht des Vorstandes von uns, für uns. Dann los. Ja, wir haben gestern Vorstandssitzung gemacht. Ganz regulär. Es gab erstens einen Bericht zur Pressestelle, wie im Protokoll nachzulesen ist. Umfassende Berichterstattung zu V-Leuten und so weiter. Großer Erfolg für die Fraktion und für so gesehen für das Image der Partei. Dann hatten wir als Top 2 den Bericht des Fraktionsgeschäftsführers. Da war in dem Zusammenhang nicht viel. Es liegen aber, was kann man hier so sagen, 46 Bewerbungen für die ausgeschriebene Referentenposition vor. Und wir werden demnächst das Bewerbungsverfahren aufsetzen. Dann wurde um eine weitere Klärung des Themas Arbeitszeitregelung nochmal diskutiert. Harald hat dazu einen Entwurf gemacht. Der wird mit Gerhard abgesprochen und in den kommenden Tagen mit dir, Thorsten und Daniel abgestimmt. Bis Mitte nächster Woche soll das abgeschlossen sein, sodass wir am 29.01. das Verfahren zu Ende bringen können. Dann liegt noch ein Antrag zu einer Personalangelegenheit vor, die noch geklärt werden muss. Das kann natürlich nicht im öffentlichen Verfahren geschehen. Es gab noch die Vorbereitung der heutigen Fraktionssitzung, in die wir dann gleich einsteigen werden. In dem Zusammenhang gibt es aber seitens des Vorstands noch eine kleine Berichtspflicht. Ich habe da nämlich was übersehen. Mitte Dezember habe ich eine Anfrage bekommen von der Nordrhein-Westfälischen Stiftung zur Förderung der Leprahilfe. Es ist wohl so, dass doch die Fraktionsvorsitzenden automatisch im Vorstand gesetzt sind. Und es ging dann jetzt Ende letzter Woche um eine relativ dringliche, schnelle Unterschrift, um aus den erwirtschafteten Zinsüberschüssen dieser Stiftung einen Betrag von roundabout 17.000 und ein paar gequetschte Euro für ein Lepra-Projekt in Liberia freizugeben. Ich habe diese Unterschrift geleistet. Es ist wohl so, dass also hier das Anschreiben ging an Laumann, Römer, Lindner, Priggen und eben an mich, dass die Fraktionsvorsitzenden sich quasi automatisch dort gesetzt sind. Von daher bin ich halt der Sache nachgekommen. Ich denke, innerhalb der Fraktion, wenn es zu dem Vorgang noch mal detaillierte Erkenntnisse erforderlich sind, die können bei mir eingesehen werden. Es geht dort um ein durchaus vielversprechendes Projekt zum Thema Leprahilfe in Liberia, sodass man einfach da an der Stelle einfach nur blöd wäre, wenn man die Unterschrift verweigern würde. Deswegen habe ich das getan. Deswegen von meiner Seite aus als Berichtspflicht. Das wäre es im Prinzip, denn der Rest ist die Vorbereitung der Fraktionssitzung gewesen, in die wir jetzt ja reingehen. Es sind noch Anträge gestellt worden, in dem Fall hier von Nico für das Abschließen eines Rahmenvertrages mit einem Mietwagenunternehmen, um finanziell dann preisgünstige Konditionen für Individualmobilität zu bekommen. Harald soll demnächst dafür die Rahmenbedingungen prüfen und dann darüber berichten. Das wäre es im Prinzip.
Moni, du möchtest noch was ergänzen? Ja, ich hatte die drei Punkte, die drunter stehen, hatte ich dazu geschrieben. Das ist noch einmal, wer zu der Verhandlung über die Verfassungsklage fährt. Bisher hatten sich gemeldet der Dietmar und der Nico Michaelis. Frage ging jetzt an dich, ob du da noch mit wollen würdest, weil ich die heute namentlich bekannt geben muss, die Leute, die dort angemeldet werden. Müsste ich erstmal mit meiner Terminlage checken, wann der Termin ist, ob ich da Zeit habe. Um 8. Februar. Darf ich mal ganz kurz unterbrechen? Ja. Ingo, die gehen erstmal nicht wieder an. Das ist normal. 10.30 Uhr, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wann musst du das? 15 Uhr. Ja, sag ich dir vorher. Also wenn ich mich nicht vorher melde, dann meldest du mich nicht. Okay. Das zweite war nochmal, das hatte ich auf die Mailingliste geschrieben, das war irgendwie ein kleiner Kommunikationsfehler, dass morgen um 14.30 Uhr Vertreter von Mehr Demokratie kommen. Die Veranstaltung wird hier im Fraktionssaal stattfinden. Ja, ich habe das auch erst am Samstag. Entschuldigung, heute. Ja, heute schon. Ich habe das auch erst am Samstag oder beziehungsweise Sonntag erfahren. Daher die Bitte, dass man wirklich solche Termine ein bisschen frühzeitig kommuniziert, nochmal vielleicht über die Mailingliste oder so, dass alle auch die Chance haben, daran teilzunehmen. Wäre schön. Also ich kann jetzt heute zum Beispiel nicht und das tut mir eigentlich leid. Dann hatte ich noch eine Sache. Ach ja, das Sekretariat oben bittet darum, dass ihr bitte alle nochmal in das Pad guckt, ob ihr in den richtigen Gremien eingetragen seid, ob das für euch alles so in Ordnung ist. Und ob ihr auch als Obleute genau da gemeldet seid, dass es stimmt, weil wir möchten gerne eine Liste machen, wo wir das einmal auch öffentlich zusammenstellen, wer nun in welchem Gremium vertreten ist, dass man halt schnell mal drauf nachschauen kann, wenn da halt Anfragen kommen. Bitte kontrolliert das. Der Link zum Pad ist da. Und dabei auch nochmal die Bitte, wenn ihr einen Tausch habt bei den Obleuten. Bitte? Wer legt so ein Pad in dieser Form an? Das, was Danebond meint, ist, das Pad ist halt leer. Da steht gar nichts drin. Das wäre jetzt fatal, wenn es das Pad ist, wo gestern noch alle. Das kann man ja. Einfach nur das Minus am Ende wegmachen, dann geht's auch. Okay. Also ist nur der Link falsch. Ach, perfekt. Du hast das mit der Technik voll drauf. Wo ist der Link? Wie heißt das Ding? Wenn ihr Wechsel habt bei den Ausschüssen der Obleute, wenn da irgendwie was passiert, müsstet ihr uns das bitte auch mitteilen, weil das halt auch über... Entschuldigung. Wenn ihr Obleute tauscht in den Ausschüssen, dann müsstet ihr mir das bitte auch sagen, weil es war jetzt der Fall, dass sie dann halt auch von mir da eine Unterschrift gefordert haben, dass ihr mir das einfach nur mitteilt, dass ich das dementsprechend dann da bekannt geben kann. Das war's. Danke, Moni. Ich habe als Nächsten den Daniel auf der Liste. Ja, ich habe eine Frage zur Vorstandssitzung bzw. zum Protokoll. Aus dem Protokollverlauf ist erkennbar, dass ihr über einen Punkt Landtag intern geredet habt. Das ist protokolliert worden, steht nachher nicht mehr im Protokoll. Da würde ich gerne wissen, warum. Kann ich sagen, wir haben den Punkt wieder rausgenommen, weil wir uns dazu entschieden haben. Es geht in dem Fall um etwas in Richtung Manöverkritik, das zunächst mal rauszunehmen und den entsprechenden Abgeordneten direkt anzusprechen. Moni? Fällt mir gerade, habe ich noch eine Frage zu. Da ist nächste Woche oder diese Woche irgendwann eine Beiratssitzung. Und mir war gar nicht klar, dass es diesen Beirat gibt. Und ich weiß gar nicht, wer von uns da irgendwie. Du gehst da. Ja. Also, es gibt diesen Beirat vom Landtag intern. Das ist gesetzt, dass die jeweiligen PGFs und Pressesprecher da Mitglied sind. So, und der trifft sich, so wie ich weiß, zweimal im Jahr, einmal im Winter und einmal im Sommer. Und das ist halt eben jetzt die Wintersitzung. Da setzt man sich zusammen und beratschlagt, inwiefern Landtag intern gut ist oder Optimierungsbedarf hat und was man da noch so tun könnte. Im Prinzip wie eine kleine Redaktionssitzung. Danke, Ingo. Sollen wir das dann auch so lassen? Ist also diese automatische Vergabe.
Wir haben das jetzt bei Joachim, glaube ich, auch so gelassen, aber auch kein Gespräch gerade. Gut. Weiteres zum Bericht des Vorstands? Gut, dann können wir zum nächsten Tagesordnungspunkt kommen, Bericht der Pressestelle. Ingo. Dann Simone. Ja, also die große Resonanz auf die V-Leute-Kleine Anfrage war in der Hinsicht sehr schön, dass sie gezeigt hat, dass wir eben nicht totgeschwiegen werden, sondern wenn wir durch die politische Arbeit die richtigen Themen setzen, dann funktioniert es. Also wir waren WDR, Spiegel, Spiegel Online, Süddeutsche, also alles, was einem so einfällt, Deutschlandfunk. Dann war ganz schön, dass auf der Titelseite der Rheinischen Post, die ja jetzt sich nur zwingen lässt, über Piraten zu schreiben, meistens der Leitartikel zu den V-Leuten war und direkt der zweite dann zu der Inobhutnahme von Daniel. Und ansonsten hatte Ingo dann am Samstag noch schnell reagiert und mit dem Frank, was war das nochmal? Videoüberwachung. Genau, zur Videoüberwachung auch noch was lanciert. Insofern war es eine sehr erfolgreiche Woche. Und was auch noch gelungen ist, trotz des Vorstoßes der CDU, der uns, von dem wir aus den Medien erfahren hatten, dann eben noch schnell eine Pressemitteilung rauszugeben. Und dann wurden wir auch noch zur WestLB zitiert. Ja, dann erst Ingo, dann ich. Wenn es thematisch dazu ist, dann mach direkt, weil ich hätte zwar auch noch was zum Bericht der Pressestelle zu sagen, aber thematisch was anderes. Ja. Thematisch fand ich es ein bisschen schade, dass ich halt über die Pressemitteilung zum Thema Arbeitsrecht genau bei Veröffentlichung der Pressemitteilung erfahren habe. Das finde ich ein bisschen schade. Also da möchte ich allen Beteiligten sagen, das finde ich nicht schön. Also dann müssen wir das mit der Arbeitsaufteilung so nicht machen. Videoüberwachung in Arbeitsstellen. Also dann brauchen wir das halt nicht. Es hat ein bisschen was mit Arbeitsrecht zu tun, befürchte ich. Ich finde nicht schlimm, wenn das mal jemand anders macht, aber ich finde auch nicht schlimm, wenn man mich zumindest dann informiert. Nehme ich als Manöverkritik mit auf, haben wir an dem Samstag nicht dran gedacht, weil uns da jetzt erstmal die Videoüberwachung, Privatsphäre und Datenschutz im Fokus stand und ja. Gut. Wir hatten darüber gesprochen, aber deswegen gab es ja keine eigentlich PM, sondern nur ein paar Statements, die innerhalb von 2 Stunden da raus sollten. Ja gut, wir machen nächstes Mal noch einen Rundruf, kein Thema. Ja, also auch gar keine wirkliche Kritik. Lass uns das einfach bitte nur aufnehmen, dass wir immer noch besser werden müssen in der Kommunikation dann halt eben miteinander. Das ist natürlich Arbeitsrecht, natürlich ist, also da seid ihr beide halt eben gefragt an der Stelle und ist versäumt worden, okay, darf halt möglichst nicht allzu oft passieren. Das ist gut. Nico, auch zum Thema oder dann? Ja, wir hatten die Diskussion schon mal und ich hatte einfach gebeten, ja, dass die Pressestelle im Workflow einarbeitet, einen Checkpunkt, Beteiligte, Abgeordnete, involviert, ja, nein. Das scheint... Also bei mir war es in der Webseite unter Pressemitteilung, aber Dima. Ich wollte das jetzt auch nicht so hoch aufhängen. Ich fand das halt nur nicht schön. Wie Nico, und ich mache jetzt nicht Mimimi und sage, hey, da ist immer überall Recht hinter. Ne? Datenschutz, Recht, Arbeitsrecht. Also theoretisch, ja, okay, lasst es, macht weiter. No, ergänzend, bitte nicht. Ja. Ich glaube, das zerfasert jetzt gerade ein bisschen und ich glaube auch, Ingo hat das schon so aufgenommen, wie ich das gemeint habe. Ja, also ich, wie gesagt, wie ich eingangs sagte, ich nehme das gerne mit auf als Erinnerung, immer noch stärker darüber nachzudenken, wen man noch anrufen müsste, könnte, sollte. Auch wenn wir die Diskussionen schon, Nico, ja, schon öfters geführt haben, ich befürchte, dass wir sie trotzdem auch zukünftig noch weiterführen
werden bei diesem System, was wir gerade haben. Das wird, glaube ich, immer wieder, auch wenn wir alle wollen und daran arbeiten, dass es besser wird, ich befürchte einfach, ohne zu pessimistisch sein zu wollen, dass es immer wieder Fälle gibt, wo das dann halt eben nicht so funktioniert. Aber ja, wir arbeiten dran. Ja. Der nächste Punkt, den ich kurz informativ in die Runde schmeißen wollte, war, dass wir zahlreiche Merchandising-Artikel da haben. Die sind jetzt geliefert worden, Kugelschreiber, Tassen, Pins, genau. Die Schlüsselanhänger und Gummibärchen sind noch in der Produktion und erreichen uns in Kürze. Wir haben gestern in der Vorstandssitzung darüber beraten, wie wir damit jetzt weiter umgehen und haben uns auf folgende Idee verständigt, dass Harald und ich uns im Laufe dieser Woche zusammensetzen und die rechtlichen Rahmenbedingungen prüfen und abschließend prüfen, weil es ja immer wieder Diskussionen oder Fragen gab, dürfen solche Sachen auch in Wahlkreisbüros benutzt werden und wenn ja, sind sie kostenpflichtig oder nicht. Da gibt es also noch offene Fragen, die werden wir klären zusammen mit Gerhard und dann nächste Woche nochmal drüber referieren abschließend. Und der zweite Sache ist, wir stellen uns vor, dass es ein Budget gibt für jeden Abgeordneten, sodass halt eben die Sachen gerecht aufgeteilt werden und nicht jemand, der sehr häufig nach einer Tasse fragt, sehr viele Tassen kriegt und jemand, der das vielleicht in den ersten 3 Monaten nicht gefragt hat, keine Tassen kriegt. Das fände ich ungerecht. Und da stellen wir uns halt vor, dass dann auf Abruf jeder MDL x Tassen und x Kugelschreiber in der Pressestelle abrufen kann. Aber da sind wir dran, da werden wir dann nächste Woche dann nochmal drüber berichten. Fertig. Danke, Ingo. Ich habe jetzt den Danebot und dann den Michel auf der Rednerliste. Ich möchte nochmal zurückkommen zu dem Bericht von vorhin. Also ich dachte, der würde vielleicht noch weitergehen, aber das war alles, was ihr zu berichten hattet. Oder wie? Über die Presse in der letzten Woche. Denn wir hatten auch was über eine kleine Anfrage, die rausgegangen war, mit Urantransporten in oder Atommülltransporten in Nordrhein-Westfalen. Da hat es auch Presseecho gegeben. Ich hatte gebeten, eine Pressemitteilung zu machen zum Thema Atommüllexporte. Montag vor einer Woche, da ist nichts gekommen. Da hat niemand darauf reagiert. Ich hatte die an Jens gemailt. Jens hatte das wohl weitergeleitet, weil er nicht da war. Und dann ist das irgendwo versagt. Und ich bin ein bisschen unzufrieden. Danke. Gut. Michel, möchtest du Simone da erst darauf antworten lassen? Würde Sinn machen? Simone, bitte. Davon höre ich jetzt zum ersten Mal. Also. Also ich durchsuche auch gerade meine Mails nach dem Stichwort Atom und ich kriege nichts. 7.1.2013, 16.43 Uhr von mir abgeschickt. An Jens. Er hat auf der Antwort geschrieben, dass er nicht im Büro ist und dass er aber eine Folge hat. Ja, aber vielleicht, ohne jetzt hier jemanden einzeln rausstellen zu wollen, ihr klärt das im Team und sprecht das nochmal ab. Ja. Ja, gut. Dann Michel als Nächster. Siehst du zurück. Ein witziger Kommentar. Gut, das später bitte. Bin jetzt gespannt. Gut, weitere Fragen zur Arbeit der Pressestelle? Sehe ich nicht. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 3, Bericht des Fraktionsgeschäftsführers. Ist schon erledigt im Rahmenbericht Vorstand. Okay. Gibt es Rückfragen zum Bericht des Geschäftsführers? Ich sehe das nicht der Fall. Dann kommen wir jetzt zum eigentlichen Top 4, denke ich, obwohl da Top 2 steht. Ich mache mal eine 4 draus. Zeile 114. Anträge für die kommende Plenarsitzung. Wer möchte diesen Tagesordnungspunkt vorstellen? Moni. Ja, Anträge haben wir für die kommende Plenarsitzung. Einmal den von Simone. Ich denke, dass sie da gleich noch ein paar Worte eben zu sagt. Wir haben einen Antrag, der kommt aus einer vorherigen Plenarsitzung. Der ist in den Ausschuss gegangen. Und es war damals so, dass wir da nicht so geredet haben
und verabredet wurde, dass wir den halt nach Beschluss im Ausschuss noch mal ins Plenum geben, um dann da noch mal drüber zu debattieren und abzustimmen. Und wir haben einen Änderungsantrag mit, den bringt die Katrin gerade rein, vielen Dank, wo Katrin was zu sagen kann. Und dann warte ich halt auf eine Info von Bauen und Verkehr, ob da noch was kommt im Laufe des Vormittags, ob der noch dazu kommt. Das, was wir machen sollten, ist darüber sprechen, was eine mögliche aktuelle Stunde sein könnte. Das müssen wir heute nicht entscheiden. Antragsfrist ist nächsten Montag um 12 Uhr. Aber da wir uns vorher ja nicht mehr alle hier zusammen sehen, fände ich es schon ganz gut, wenn wir zumindest ansatzweise feststellen könnten, in welche Richtung es gehen kann. Danke, Moni. Dann habe ich den Olli auf der Rednerliste. Ja, Antrag kann ich gleich vorstellen, was der vom Bau und Verkehr betrifft. Zur aktuellen Stunde habe ich noch eine Anmerkung. Sollten wir das nicht diskutieren, wenn die Antragsfrist für die anderen Anträge zu Ende ist? Wenn wir jetzt hier diskutieren, aktuelle Stunde, selbst wenn es Themen sind, die noch nicht die Aktualität haben, weil sie noch nicht geschehen sind, aber weil wir denken, es könnte was kommen. Trotzdem ist es irgendwie seltsam, wenn man aktuelle Stunden diskutiert, wenn ja normale Antragsfrist noch nicht abgelaufen ist, oder? Moni, bitte. Das können wir diese Woche ganz schick machen, weil wir uns ja doch noch sehen, fällt mir ein. Wir sehen uns ja Freitag noch. Insofern wäre das ja eigentlich klasse, wenn wir da kurz drüber reden könnten. Finde ich gut. Dankeschön. Gibt es weitere Wortmeldungen? Simone, möchtest du deinen Antrag eben vorstellen, oder? Ja, ich hatte davon drüber gesprochen. Der Antrag liegt auch schon seit Ende November vor. Und zwar geht es um einen Antrag zur Bundesratsinitiative zur Abschaffung der Optionspflicht, heißt doppelte Staatsbürgerschaft erlauben. Im Moment müssen sich die Jugendlichen ja, wenn sie 18 sind, dann entscheiden, welche Staatsbürgerschaft sie annehmen. Das ist diese Optionspflicht. Und es gab vor einem Jahr schon mal eine solche Bundesratsinitiative. Die ist leider abgeschmettert worden. Inzwischen haben sich aber die Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat geändert, so dass man vorsichtig optimistisch sein kann, dass wir eine größere Chance mit der Initiative haben. Ich habe die an alle Praktikanten der anderen Fraktionen auch diesen Antrag bereits Ende November allen anderen Fraktionen vorgelegt, mit der Bitte, sich diesem Antrag anzuschließen. Dieser Bitte ist keine der Fraktionen gefolgt, mit unterschiedlichsten Begründungen. Und dementsprechend möchte ich den Antrag auch in die Ausschüsse überweisen, mit der Hoffnung, dass sich durch die Zusammenarbeit dann im Ausschuss eventuell noch die eine oder andere Fraktion eventuell auch mit Änderungsanträgen dann dem Antrag anschließen kann. Ich muss nur sagen, in welche? Ja, im Integrationsausschuss. Danke, Simone. Oliver, bitte. Ja, der Antrag, von dem die Rede war, von Bau und Verkehr, der basiert auf einer Idee, die ein offener Brief war von einem ÖDP-Politiker. Und naja, nachdem wir das erstmal diskutiert haben, kam irgendwann letzte Woche raus, ja eigentlich, wenn diese Sache eine Chance haben soll, dann muss man es sofort machen. Und zwar geht es um die Berücksichtigung einer Stadtbahntrasse bei den Planungen zum Neubau der Rheinbrücke Leverkusen. Wie ihr wisst, ist diese Rheinbrücke kaputt gegangen und man muss sie möglichst schnell neu bauen. Da so eine Rheinbrücke normalerweise nicht 50, sondern 100 Jahre hält, ist es natürlich sinnvoll zu überlegen, was passiert denn so in den nächsten 100 Jahren. Auf der einen Seite der Rheinbrücke endet eine Stadtbahnlinie aus Köln und auf der anderen Seite ist Leverkusen Mitte. Und es ist eine sehr interessante Idee, diese Stadtbahnlinie dort einfach über diese Brücke zu führen. Dann könnte man dadurch sogar relativ viele Verkehrsprobleme in Köln, zumindest was den ÖPNV betrifft, lösen. Man hat eine schöne Verbindung Fortwerke, Bayerwerke. Die einen können darüber fahren, die anderen darüber. Würde ich jetzt normalerweise nicht ins Plenum einbringen, sowas. Also eine Stadtbahnverlängerung in Düsseldorf irgendwo hin, interessiert ja erstmal den Landtag nicht. Ist aber, weil es sich um diese Brücke handelt und wir auch in der letzten Plenarwoche darüber gesprochen haben und diese Brücke jetzt in Planung geht,
dennoch relevant und es muss meiner Meinung nach auch, wenn dann jetzt, geschehen, sofort. Weil halt es um die Planungen geht, die jetzt aufgenommen werden. Die Planungen dauern zwar 2 Jahre, aber okay. So, das ist jetzt praktisch, der Antrag liegt vor. Ich hätte ihn ja auch schon ausgedruckt fertig liegen. Man könnte ihn jetzt hier so unterschreiben. Wir haben noch Straßen NRW angefragt, und zwar sowohl der AK, also der AK der Partei, man muss das ja mal leider dazu sagen, also der AK der Partei hat sich damit auch beschäftigt, und zwar einmal auf der Mailingliste und dann auch nochmal im Mumble bei einer Sitzung. Sowohl die als auch wir haben bei Straßen NRW nachgefragt. Allerdings haben wir noch keine konkrete Antwort bekommen, was die davon halten. Also Straßen NRW muss das ja im Endeffekt umsetzen. Wenn die gesagt hätten, das funktioniert gar nicht von vornherein, dann hätten wir denen das wahrscheinlich auch geglaubt. Aber die haben sich noch nicht gemeldet. Stefan Hochstadt wollte sich da heute Morgen auch nochmal drum kümmern. Ich habe leider noch nicht die Gelegenheit gehabt zu fragen, ob das schon, ob wir da schon was haben. So, jetzt habe ich ja einmal rumgeschickt eine E-Mail, dass allerdings Stefan Fricke und sein Büro von der Sache nicht ganz so begeistert waren. Stefan selbst hat erstmal angemerkt, dass er das nicht so dringend sieht und eher nächste Plenarsitzung oder vielleicht im Ausschuss ansprechen würde. Und er die Gefahr sieht, dass diese Stadtbahnquerung, wenn dann wirklich da eine Stadtbahn drauf gebaut würde, wobei es im Antrag tatsächlich nur darum geht, dass die Brücke überprüft wird, ob das bei der Brücke möglich wäre, dass das dann weitere andere Ausbauten des Stadtbahnnetzes in Köln verhindern könnte, weil das Geld dann dahin geht. Und er hat heute Morgen geschrieben, zu einem Antrag für eine Stadtbahntrasse auf einem Neubau der A1-Brücke bei Leverkusen folgende taktische Überlegung. Ein Antrag im Plenum wird gemäß der Regeln der Politik 1-0 von Rot-Grün abgelehnt werden. Damit wäre das gestorben, wenn nicht in sehr naher Zukunft innerhalb des Ministeriums ein Umdenken einsetzt. Ein Antrag ins Plenum trägt aber nicht gerade dazu bei, ein solches Umdenken zu fördern. Ich schlage alternativ einen Antrag an den Ausschuss vor. Wenn man ein solches Projekt wirklich will, dann muss man die Landesregierung mitziehen. Und es geht nur über den Ausschuss und nicht übers Plenum. Das war jetzt die Meinung von Stefan. Und ich sage jetzt nur noch einen Satz dazu. Ich meine, das geht hier gar nicht so unbedingt, ob der Antrag angenommen wird oder nicht. Es ist die Öffentlichkeit, die hergestellt wird. Wenn das eine Eigendynamik in den Tageszeitungen rund um Köln entwickelt und auch das Ministerium dann Bescheid weiß, guckt, geht das überhaupt, dann wird das gemacht oder eben nicht. Aber es ist eigentlich, glaube ich, unwesentlich, glaube ich sogar, ob der Antrag angenommen wird oder nicht. Natürlich, wenn er angenommen wird, umso besser. Danke, Olli. Moni hatte sich gemeldet. Ja, genau. Das hätte ich jetzt genauso gesagt. Also ich finde, du kannst eine öffentliche Diskussion damit anstoßen, finde ich ganz wichtig. Ich lese ja so sporadisch diese Liste Bauen und Verkehr und ich denke, da war die Zustimmung für diesen Antrag ja deutlich groß und insofern würde ich das auch unterstützen, dass wir diesen Antrag halt einbringen. Danke, Moni. Gibt es weitere Fragen zu dem Tagesordnungspunkt? Weitere Anträge? Ach, Katrin, du wolltest den vorschlagen, ne? Dann vorstellen. Dankeschön. Jo, danke. Genau, ich möchte den Änderungsantrag kurz vorstellen, den wir heute einreichen wollen. Es geht ums Pflichtexemplargesetz. Das alte Pflichtexemplargesetz ist im Jahr 2011 ausgelaufen. Das heißt, wir hatten jetzt ein gutes Jahr da einen rechtsfreien Raum. Der Änderungsantrag soll gestellt werden, fraktionsübergreifend, SPD, CDU, Grünen und Piraten. Die einzigen, die sich nicht beteiligen werden, ist die FDP. Wir selber als Piratenfraktion haben in den letzten 2 Monaten da auch bei dem Änderungsantrag ziemlich heftig reingegrätscht und sind da auch sehr erfolgreich gewesen, wie ich finde. Heißt, wir haben wesentliche Punkte durchgesetzt, insbesondere was den Bereich der elektronischen Archivierung angeht, also Archivierung von elektronischen Publikationen und den Bereich der Archivierung von Homepages. Und eine Berichtspflicht haben wir eingeführt, damit eben die Regierung regelmäßig dem Landtag bzw. dem Ausschuss da Rechenschaft ablegen soll. Ansonsten birgt das Ganze wirklich keinen politischen Sprengstoff, ist ein reines Fachgesetz.
Insofern eigentlich nur zur Kenntnis. Ich glaube nicht, dass da eine große politische Diskussion allzu notwendig ist. Ja. Pragmatischer Vorgehen. Ja. Danke, Katrin. Wer da genaueres wissen will, kann sich bestimmt an dich wenden. Wenn das gewünscht ist, auch jetzt, aber im Zweifelsfall auch später, wobei es dann ein bisschen spät ist, weil, wie gesagt, wir geben das Ding dann gleich rein. Gut. Ihr habt wahrscheinlich keine Datenformate festgelegt oder solche Sachen. Nein, wir haben insbesondere jetzt hier in dem Änderungsantrag keine Daten festgelegt, weil sich die Daten, die einschlägig für die elektronische Archivierung sind, ja sehr, sehr häufig ändern. Also so erfahrungsgemäß in den letzten Jahren eigentlich die Standardformate, dass sie sich so alle 1, 2, 3 Jahre spätestens geändert haben. Insofern wäre es auch einfach nicht sinnvoll, in einem solchen Gesetz die Formate festzuschreiben, sondern lediglich eben festzuschreiben, dass die Bibliothek wiederum die Standardformate eben vorgibt. Und in dem Fall ist es ja so, dass die Landesbibliotheken diese Standardformate in Abstimmung mit den entsprechenden Facharbeitskreisen bei der Deutschen Nationalbibliothek bzw. eben bei dem Nestor-Kompetenznetzwerk Langzeitarchivierung Pipapo festlegt und sowas eben keinesfalls in einem Gesetz festgelegt werden sollte. Ja. Danke, Katrin. Lukas? Nochmal vielleicht zur Info, weil ich denke, die Frage ist berechtigt. Es gab zu diesem Pflichtexemplargesetz auch eine Anhörung, zu dem wir einen Experten geladen haben. Das war nämlich ein Informatiker der Deutschen Nationalbibliothek. Und auch sein Bericht und unsere Fragen gingen genau halt auch in diese Richtung. Gibt es da eine Möglichkeit, jetzt schon sich auf Standards festzulegen? Und er sagte, es wäre momentan halt, arbeitet man an Normen, aber man arbeitet gerade dran. Das heißt, es wäre tatsächlich noch zu früh, das Ganze gesetzlich zu regeln. Wenn das aber kommt, dann kann man das entsprechend immer noch nachträglich in das Gesetz einbauen. Also aktueller Stand ist umkopieren und konvertieren, fleißig. Ja, also aktueller Stand, und das ist eben auch das, was ganz heftig in dieses Gesetz reingebracht worden ist, vor allen Dingen eben in Bezug auf die urheberrechtliche Problematik. Eben zur digitalen Archivierung müssen die Originaldaten müssen migriert und konvertiert werden können. Konvertiert werden, im Notfall eben auch, je nachdem, in welchem Bereich sich das befindet. Also zum Beispiel Spiele, da wird gerne eben auch emuliert. Das sind aber, wie gesagt, genau diese Punkte, wo ständig sich die Standards ändern und sich auch ändern müssen. Ne? Das heißt, da würde das keinen Sinn machen, es per Gesetz festzulegen. Ja. Gut. Dann jetzt eine einzelne kleine Rückfrage noch von mir. Ist in dem Gesetz denn festgeschrieben, dass das Ganze dann quasi DRM frei übergeben werden muss? Also Rights Management frei, sodass hier, weil wenn das ja mit einem Digital Rights Management versehen ist, die Datei, kann sie ja eventuell gar nicht konvertiert werden. Und selbst wenn sie es technisch könnte, ist es gesetzlich nicht unbedingt erlaubt. So, das ist genau der Punkt. Also die Daten müssen den Bibliotheken in einer Form übergeben werden, in denen eben sämtliche Kopierschutz oder also Umformatierungsschutz etc. pp. Weggenommen sind. Das heißt, die Bibliothek kann das durchaus tun. Die zweite Frage, die du gestellt hast, ist aber eben genau die Frage, ist das urheberrechtlich eigentlich möglich? Nein, natürlich ist das laut Urheberrecht nicht möglich. Das ist aber genau der Trick. Genau deswegen brauchen wir ein solches Gesetz. Weil nämlich dann eben die Bibliothek auf Grundlage einer eigenen Rechtsvorschrift die Möglichkeit hat, ihrer Aufgabe nachzukommen und nicht aufgrund von urheberrechtlichen Bestimmungen handeln muss, weil eben die berühmte Archivschranke für genau solche Fälle schlicht und einfach bei weitem nicht ausreichend ist. Das würde nicht funktionieren. Danke, Katrin. Ich wollte diese Erklärung jetzt hauptsächlich deshalb provozieren, weil du eben gesagt hast, das ist ein reines Verwaltungsgesetz und ich glaube, wir finden uns da doch schon eher wieder, als dass das nur Verwaltung ist. Ja. Weitere Wortmeldungen zum Tagesordnungspunkt. Frank und dann Olli und dann Moni. Ja, also ich hätte jetzt noch einen neuen Antrag. Ich weiß nicht, was die anderen, ob das jetzt noch dazu ging oder okay. Ja, der ist wirklich neu insofern, dass ich den jetzt hier gerade nicht rausgeschickt kriege. Das geht zurück auf ein Gespräch mit Piraten Schleswig-Holstein, Patrick Breyer. Der Antrag ist da auch schon bearbeitet und im Prozess. Es geht um die Videoüberwachung an Bahnhöfen, alles überwacht und dann. Auslöser ist und Hintergrund des Antrags ist nach dem
versuchten möglichen, wie auch immer, Anschlag in Bonn, hat ja der Herr Grobe gesagt, er will im Mitte Februar, also war die Forderung überhaupt nach mehr Videoüberwachung halt auf Bahnhöfen, und Grobe von der Deutschen Bahn hat dann gesagt, dass er Mitte Februar einen Sicherheitsgipfel machen möchte, wo er das dann thematisiert. Und zu diesem Sicherheitsgipfel hat er gesagt, lädt er Ländervertreter, Bundesvertreter, Bundesdatenschützer und so weiter ein. Und mit dem Antrag möchte ich, dass wir einen Punkt machen, dass wir die Landesregierung auffordern, sich erstmal gegen einfach mehr Videoüberwachung auszusprechen und sich bei diesem Gipfel dafür einzusetzen, dass bevor irgendwelche Beschlüsse für mehr Kameras getroffen werden, mal evaluiert wird, was das denn überhaupt alles bringt, ob es überhaupt was bringt. Und ich hätte gerne, also das ist der Inhalt des Antrags im Prinzip, ich hätte gerne die anderen Fraktionen hier mit ins Boot geholt, das hat aber leider zeitlich nicht gepasst. Insofern, wenn wir den jetzt reinbringen, hätten wir das Thema im Landtag. Es müsste in der Plenarsitzung jetzt sein, weil dieser Sicherheitsgipfel ist halt Mitte Februar. Grundsätzlich sollten wir noch wesentlich mehr zum Thema Videoüberwachung machen, auch mit den anderen Fraktionen zusammen. Das ist dann später im Jahr. Jetzt wäre es eigentlich aus Aktualitätsgründen, fände ich sinnvoll, das jetzt einzubringen. Ich bin gerade noch dabei, die letzten Punkte dazu zu schreiben. Und würde mich interessieren, was ihr davon haltet. Danke, Frank. Als nächsten habe ich Olli, dann Moni. Ja, ich sage jetzt da gar nichts dazu. Ich wollte nur anmerken, dass ich über den Antrag zu der Rheinbrücke und der Stadtbahn tatsächlich gerne eine Abstimmung hätte. Also da dabei klar ist, dass wir hier zwei Positionen mitbringen. Aus dem Ausschuss. Nämlich einmal Antrag ist okay, und da die Plenarsitzung eh nicht so voll ist, sollte man ihn stellen, das ist meine. Und Stefan ist eigentlich dagegen, den Antrag zu stellen. Olli, könntest du dann bitte den Antrag formulieren? Wir hatten die Abstimmungsvoraussetzung. Bitte? Die Anträge für die Plenarsitzung werden immer von der Fraktion abgestimmt. Wir haben immer alle Anträge abgestimmt, ob wir sie einbringen wollen. Das war jetzt auch mein Redebeitrag. Also wir werden alle auf Simones hier doch abstimmen, oder? Das haben wir bisher immer so gemacht. Da muss ja, man nicht extra einen Antrag Moni, das war, glaube ich, nicht die Frage. Die Frage ist ja, da gibt es ja zwei verschiedene Meinungen innerhalb des Arbeitskreises. Und ich glaube, Olli wollte geklärt haben, welche wir einbringen. Ja gut, es gibt ja keine zwei Anträge. Also entweder Antrag ja oder nein. Ich wollte nur noch mal explizit darauf hinweisen, dass ich den nicht gerne in eine Blockabstimmung nehmen würde, dass wir aber alle Anträge annehmen, ja, okay, sondern dass ich wollte noch mal explizit darauf hinweisen, ich habe das ja eben vorgelesen, was Stefan heute geschrieben hat. Ihr habt das alle heute auch per E-Mail bekommen. Und ich möchte explizit darauf hinweisen, dass es halt diese gibt. Ich würde gerne in der Brenner. Das war's. Gut. Weitere Wortmeldungen. Ich habe noch Moni. Darf ich einmal kurz was gerne dazu sagen? Ich finde das schön, dass dienstags morgens noch Mails rausgehen. Aber ich bin ungefähr anderthalb Stunden im Zug. Da lese ich keine Mails, weil in der Nekropole Ruhr ist im Zug die Internetversorgung eher übersichtlich. Ich habe den Antrag Freitag geschrieben. Im Freitag habe ich schon die wesentlichen Argumente von Stefan in diese E-Mail reingeschrieben. Die reichen aus, aber Stefan hat heute Morgen um 7 noch eine E-Mail geschrieben, die zusätzlich interessant ist. Ich habe diese Mail aber eben gerade vorgelesen. Genau. Schade. Genau. Ja. Ist aber trotzdem nicht offiziell. Danke. Moni war als Nächste dran. Die Info. Ich habe die auf die Info sogar geschickt. Ja, Ollis habe ich ja. Danke. Robert. Ich weiß nicht, ob du schon erwähnt hattest. Wir haben ja noch einen Änderungsantrag zum Haushaltsgesetz, den Paragraph 2 Absatz 4, den der Dr. Bob vorbereitet. Und zwar geht es darum, was wir gestern auch schon in der Fraktionssitzung erwähnt haben,
da waren ja nicht alle anwesend, deswegen wiederhole ich es ja nochmal, sicherzustellen, dass eben keine Spekulationsgeschäfte möglich sind. Die Landesregierung hat das nie getan, sie hat es auch nicht vorgehabt. Wir haben die quasi erst auf den Trichter gebracht, dass es mit der Formulierung möglich wäre. Und jetzt geht es darum, das halt so wasserdicht zu formulieren, dass eben im Endeffekt wirklich keine Spekulationsgeschäfte durchgeführt werden können. Kommt der Antrag dann noch pünktlich für die nächste Plenarsitzung? Ich denke, der ist fertig. Der Dr. Bob hatte da schon mal was vorbereitet. Insofern, das geht heute 14 Uhr. Frist, oder? Also das ist technisch überhaupt kein Problem. Ich finde es halt manchmal nur so, dann werden hier zwei Sätze gesagt. Wir haben nicht die Chance, uns das tatsächlich in Ruhe anzugucken. Und ich sage mal, geht jetzt nicht um euch, aber mir ist das prinzipiell einfach immer wenig. Ich würde gerne am Wochenende mir das in Ruhe einmal angucken, bevor mir hier einer zwei Sätze sagt und ich einfach immer den Finger hebe. Finde ich einfach schade. Also wir können das gerne machen. Das ist technisch überhaupt kein Problem. Wir hatten nur eigentlich gesagt, dass irgendwie bis Freitag oder so, so könnte man zumindest, selbst wenn man den Entwurf noch nicht perfekt hat, zumindest schon mal eben über die Liste geben, was da kommt, worum es da geht und das eben kurz erläutern. Das fände ich wirklich schön. Danke, Moni. Weitere Wortmeldung, Robert? Ja, wenn es da Bedenken gibt, dann stellen wir den zurück. Ja, also das ist... Erst Robert zu Ende, dann Dietmar. Also ist schon klar, dass Kritik die andere war, aber nichtsdestotrotz haben wir da irgendwelche abgesprochenen Formalitäten da nicht eingehalten. Insofern biete ich an, dass wir das dann zurückstellen, falls hier nochmal ausführlich ein Blick darauf gewünscht wird. So. Danke, Robert. Dann Dietmar, dann Frank. Also es gibt keine Eile oder kein Eilbedürfnis, dass wir das unbedingt dann heute tatsächlich auch einreichen müssen. Das wird wahrscheinlich, es reicht möglicherweise sogar zur dritten Lesung. Es ist ein Änderungsantrag zum Haushaltsgesetz zu einem Absatz. Also wie gesagt, wir hatten das ja gestern mal erläutert, kurz angerissen, hat ja auch teilweise für Schmunzeln gesorgt. Das ist kein Riesending, muss ganz klar zu sagen. Es ist kein Riesending. Es hat natürlich für die Landesregierung oder für das Finanzministerium vor allem eine entsprechende Tragweite. Das ist keine Frage. Aber für uns ist es, was die Antragstellungsseite angeht, kein großes Problem, das auch in der quasi übernächsten Sitzung zu stellen. Ich weiß auch nicht, wie der Stand jetzt im Moment oben ist. Also von daher bleibt es im Belieben, vielleicht kommt es noch während der Sitzung rein und das wird ein verdammt kurzes Ding sein. Danke. Danke, Dietmar. Als nächsten habe ich Frank auf der Liste. Ja, ich hatte eben was zu einem Antrag erzählt und hatte gedacht, dass es irgendwie ein bisschen Feedback gibt oder eine Frage halt, also zum Thema Videoüberwachung an Bahnhöfen. Aber. Also Franks Frage nochmal ausformuliert an alle. Hat jemand da eine Nachfrage zu dem? Ist das ein gemeinsamer Antrag mit Ja, die haben den in Schleswig-Holstein schon gestellt. Ich formuliere ihn hier gerade noch ein bisschen auf NRW um. Also er ist jetzt noch nicht fertig, aber die Intention oder das, was eigentlich drinsteht, habe ich ja eben erzählt. Gut. Scheint keine Nachfrage zu geben, Frank. Ich glaube, vielleicht sind wir in dem Thema mal einfach so einer Meinung. Scheint fast so. Also ich interpretiere mal schweigender als Zustimmung. Gut. Gibt es zum Tagesordnungspunkt 4 Anträge für die nächste Plenarsitzung weitere Wortmeldungen? Robert, tut sich da gerade noch was? Ich höre gerade, also die haben das geplant, deswegen war ich wohl ein bisschen vorschnell gerade, das für die zweite Lesung für den Haushalt einzubringen und dies erst nächsten Monat wohl, wenn ich richtig informiert bin. Insofern können wir das zurückstellen. Dann haben wir auch noch alle Zeit, uns darüber zu informieren. Gar wundervoll. Gut, dann können wir jetzt zum nächsten Tagesordnungspunkt kommen, sehe ich das. 5. Parlamentarischer Untersuchungsausschuss WestLB oder Frank, hattest du noch? Achso, ja, das müssen wir natürlich noch machen, da habt ihr völlig recht. So. Ist jetzt leider für mich im Pad nicht ganz übersichtlich zu sehen. Fangen wir mal an mit Nico. Du möchtest noch was sagen? Dann los. Nico, Michel.
Ja, ich habe einen Antrag zur Tagesordnung, nämlich die beiden nachfolgenden Tagesordnungspunkte zusammenzulegen. Ich möchte das kurz begründen. Ach so, ich dachte, wir wären schon im nächsten Tagesordnung. Okay. Das war ein Fehler von mir, Nico. Deshalb habe ich dich da auf die falsche Schiene gebracht. Ich bin da gerade wieder zurückgesprungen. Dann ziehe ich das zurück und möchte dann danach. Gut, Michel. Also ich würde gerne eine Mini-Kritik anbringen. Ich hatte gerade, was heißt gerade, vor 20 Minuten im Chat gefragt, ob es auch eine Möglichkeit gibt, diese Anträge, die ja anscheinend irgendwo übersichtlich auch aufgelistet sind. Da gibt es ja einen Link, der auf intralandtag.nrw.de zeigt. Gibt es da irgendeine Möglichkeit, da dran zu kommen, ohne dass man sich über 7 Logins einloggen muss? Weil ich komme irgendwann zu einem Login, wo keine meiner Passwort-Benutzername-Kombinationen mehr hilft. Und dann hilft mir auch so ein Link nichts. Entschuldigung. Ich finde das total unkonstruktiv von dir. In der aktuellen CT ist ein Artikel über Passwortknacken. Moni, bitte. Dann Frank. Das ist ein Link zu der Tagesordnung. Ja, okay. Also das war einfach nur, damit da nochmal halt jeder draufschauen kann, auch schon mal, ob er da irgendwie dran ist. Ja, Frank, dann Simone. Ansonsten sind die Anträge, wenn du jetzt, du hast ein Landtagsgerät, also wenn du hier im internen Netz bist, bei aktuelle Dokumente. Ja, das ist mir alles gleich. Ja, das ich kann nicht sehen, was da hinter dem Link sich versteckt. Okay. Deswegen gut. Können, Simone, das Gleiche, oder? Nee, wenn der Wunsch besteht, kann ich die Sachen auch ausdrucken lassen und verteilen. Also wenn jemand sagt, ich möchte den Antrag zur Bundesratsinitiative nochmal in Händen halten, dann sagt bitte Bescheid, dann ist der gleiche Wunsch. Also ich für mich kann das ablehnen. Ich befürchte, das kann jeder. Simone, kannst du noch mal einmal die grundsätzliche Überschrift und Stoßrichtung deines Antrages sagen, damit wir da mit Ja oder Nein zur Abstimmung können? Nur einmal ganz kurz, 2 Sätze. Antrag, die Landesregierung möge eine Bundesratsinitiative starten zur Abschaffung der Optionspflicht, heißt Zulassung der doppelten Staatsbürgerschaft. Gut. Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben kann, den bitte ich ums Handzeichen. Ihr seid auch oben, Jaroslav. Du kannst, glaube ich, einstimmig da reinschreiben. Einstimmig. Es ist, glaube ich, einfacher als alle Namen. Ach komm. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Olli, vielleicht kannst du noch mal in 2-3 Sätzen kurz skizzieren. Die beiden sich widersprechenden AK-Meinungen oder eure beiden Meinungen. Nochmal ja, beim, kurz AK, beim AK war nicht so, dass da gab es zwar manche, die sagten, ich weiß nicht so genau, ob das für nachher funktioniert, also beim Partei-AK, aber der Antrag ist soweit gut. War, glaube ich, so die generelle Meinung, also war eine, ansonsten hieß es, Antrag ist in Ordnung. Gut, der Antrag an sich ist Berücksichtigung einer Stadtbahntrasse bei den Planungen zum Neubau der Rheinbrücke Leverkusen. Dort wird erstmal erklärt, Rheinbrücke wird gebaut, Stadtbahn könnte da drüber gehen und so weiter und so fort. Dann am Ende heißt es, der Landtag fordert die Landesregierung auf, in der Planungsphase des Neubaus der Rheinbrücke Leverkusen die Möglichkeit einer Vorbereitung der Brücke auf 2 Stadtbahngleise als Alternative zu prüfen. Überprüft werden soll auch, welche strukturelle Änderungen notwendig wären, welche zusätzlichen Kosten für das Brückenbauwerk anfallen würden und wie sich die Mülldeponie auf Leverkusener Seite darauf auswirken würde. Und ich werde jetzt doch noch einmal ganz kurz Stefans Mail vorlesen, als sie an 20 Piraten ging. Jetzt habe ich das auch kapiert, wo das Problem lag. Also, er schreibt, er ist heute nicht da. Ein Antrag im Plenum wird gemäß den Regeln der Politik 1.0 von Rot-Grün abgelehnt werden. Damit wäre das gestorben, wenn nicht in sehr naher Zukunft innerhalb des Ministeriums ein Umdenken einsetzt. Ein Antrag ans Plenum trägt aber nicht gerade dazu bei, ein solches Umdenken zu fördern. Ich schlage alternativ einen Antrag an den Ausschuss vor. Wenn man ein solches Projekt wirklich will, dann muss man die Landesregierung mitziehen und das geht nur über den Ausschuss, nicht über das Plenum. Er schlägt also vor,
den Antrag nicht zu stellen. Aber ihr wollt das doch sowieso in den Ausschuss überweisen, oder nicht? So, ich persönlich würde sogar sagen, der Ostding muss eigentlich wäre durchaus sinnvoll, direkt abzustimmen, weil es halt, wenn es durch den Ausschuss geht, noch relativ lange dauert. Wenn ich es richtig verstehe, ist aber die Sache mit dem Direktabstimmen noch nicht heute zu klären, oder muss das heute schon gemacht werden? Ja, okay. Also mein Vorschlag wäre tatsächlich, das Ding jetzt direkt abzustimmen sogar und nicht in den Ausschuss zu überweisen, wobei auch das ja nicht das war, das, was der Stefan wollte. Er wollte ja, wenn das direkt im Ausschuss als Anfrage oder sowas stellen. Okay, also bevor jetzt Simone, ich sehe da drei Optionen, gar nicht stellen, im Ausschuss, nee, vier sogar, gar nicht stellen, im Ausschuss stellen, an den Ausschuss überweisen oder direkt abstimmen, ja? Es ist, also wir können auch darüber abstimmen, ob es in Ausschuss überweisen oder direkt abstimmen, aber ansonsten ist ja jetzt einfach nur ja oder nein. Gut, ich sehe, wir haben mehrere... Ich habe Simone, Frank und Dietmar. Entschuldigung. Also ich denke, die Planungsphase, auch wenn das dein Wunsch ist, dass es möglichst schnell irgendwie jetzt vonstatten geht, ich würde dir dringend empfehlen, dass du das zur Überweisung in den Ausschuss ins Plenum trägst, weil Stefans Argumentation, das wird einfach abgeschmettert und Schluss ist. Und so hast du einfach eine Möglichkeit, beziehungsweise die anderen auch eine Möglichkeit, im Ausschuss irgendwie vielleicht noch was dran zu ändern, zu ergänzen. Und dann hast du es einmal öffentlich im Plenum und auf der anderen Seite aber die Bearbeitung im Ausschuss. Frank? Ja, das Gleiche wollte ich inhaltlich auch sagen. Gut, und weiter. Grundsätzlich empfehlen, solche Verfahrensschritte, ob jetzt wie der Antrag letztlich eingebracht wird, ob Ausschuss oder nicht, dem Abgeordneten bzw. dem PGF zu überlassen, also das nicht zum Gegenstand der Abstimmung über den Antrag grundsätzlich hier zu machen. Weil es kann sich immer doch was ergeben, noch kurzfristig. Deswegen, dann hinge man an so einer Entscheidung hier, das war einfach nur der Gedanke. Und ich würde auch empfehlen, den Antrag in den Ausschuss zu schieben. So, jetzt sind alle wach. Olli, jetzt formulier bitte nochmal, was möchtest du genau abgestimmt haben? Was sind eure, du sagtest gerade, es gibt nur Ja oder Nein. Ja das Antrag einbringen oder Antrag nicht einbringen gibt es nur. Antrag einbringen, Antrag nicht einbringen und ich habe mich gerade überzeugen lassen, dann Überweisung in den Ausschuss, allerdings reicht es, glaube ich, Überweisung in den Ausschuss, Abstimmung im Ausschuss. Also das normale Lesung Verfahren. Muss jetzt nicht sein. Das normale Verfahren. Ja, ist das erstmal Ja oder Nein und dann ob direkt oder Ausschuss, das wären die Optionen, wenn ich das richtig sehe. Nee, die andere Option fällt ja weg. Nee, Olli sagt ja jetzt gerade auch schon Ausschuss. Okay. Aber der Harald möchte noch was sagen. Ja, also ich würde auch sagen, die Fraktion stimmt natürlich darüber ab, ob es direkte Abstimmung ist oder nicht. Aber insofern ist wichtig, was der Antragsteller vorschlägt. Und der Antragsteller hat ja jetzt vorgeschlagen, ganz normal Überweisung an den Ausschuss. Und damit hat man alle Optionen. Was jetzt im Ausschuss passiert, ob sofort dort Abstimmung oder nähere Behandlungen, das zeigt sich ja dann in der Ausschussbehandlung. Gut, dann können wir, glaube ich, direkt zur Abstimmung kommen. Ich glaube, Klarheiten sind alle beseitigt. Es geht um eine Müllverbrennungsanlage. Nee, es geht um die Planung einer Rheinbrücke. Und ob bei der Planung schon ein schienengeführter ÖPNV mit berücksichtigt werden soll. Und jetzt geht es um die Abstimmung, ob wir diesen Antrag einbringen, damit er an den Ausschuss überwiesen werden, oder ob wir den Antrag nicht einbringen. Habe ich richtig verstanden? Gut, dann bitte ich jetzt um Handzeichen, wer diesen Antrag einbringen möchte. Jaroslav, auch einstimmig. Dankeschön. So, jetzt kommen wir zu dem Antrag, den Katrin gerade vorgestellt hat, über die Pflichtexemplare. Katrin ist jetzt gerade nicht mehr da. Hat den noch jeder im Hinterkopf oder sollen wir den nochmal? Gut, also können wir da direkt drüber abstimmen. Wer dem Antrag über die Pflicht... Danke. Bitte. Der Antrag hieß ja, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, ganz einfach Änderungsantrag zum Pflichtexemplargesetz. Genau. Wer diesem Antrag so zustimmen möchte, den bitte ich ums Handzeichen. Auch das ist einstimmig, Herr Oslav. Vielen Dank.
So, der Antrag von Robert kommt erst in der nächsten Plenarsitzung, also in der nicht jetzigen, sondern auch in der folgenden. Habe ich jetzt einen Antrag übersehen oder sind wir damit durch? Frank, dich habe ich übersehen? Ja, genau. Ach, genau. Kameraüberwachung, der Antrag, der auch in Schleswig schon gelaufen ist, nur angepasst auf NRW. Videoüberwachung an Bahnhöfen, die Bahn aufzufordern, eine Untersuchung zu machen, ehe neue Kameras installiert werden und bei dem Sicherheitsgespräch, das hatte ich eben noch vergessen zu erwähnen, Mitte Februar auch nicht nur die staatlichen, also offiziellen Datenschutzbeauftragten einzuladen, sondern auch Zivilorganisationen, zum Beispiel AGA vor Ort, sonstige NGOs halt einzuladen, die sich mit dem Thema Kameraüberwachung beschäftigen und dazu Sinnvolles äußern können. Gut. Ich würde, wenn wir das jetzt gerade schon machen mit der direkten Abstimmung oder Ausschuss, da das halt tatsächlich um dieses Sicherheitsgespräch im Februar geht und ich auf der anderen Seite natürlich gerne sowas auch im Ausschuss weiter behandle, trotzdem diesen Antrag zur direkten Abstimmung stellen, weil es geht konkret um das Sicherheitsgespräch. Gut, dann bitte ich jetzt um Handzeichen, wer dem Antrag mit anschließender direkter Abstimmung im Plenum so zustimmen kann. Mich gruselt's, auch wieder einstimmig. Die CSU kann hier noch was lernen. So. Damit müssten wir aber mit Anträgen durch sein, wenn ich das richtig gesehen habe. Yes. Moni freut sich, bitte zum Protokoll aufzugeben. Dem Lukas ist immer noch kalt. Ja, Fieber. So, jetzt kommen wir zum Nico. Der möchte Dinge zusammen. Ach nee, der Daniel möchte zuerst noch. Also ich habe nur noch eine Frage zu dem Tagesordnungspunkt. Wir haben zwar eben gesagt, wir reden über die aktuellen Stunden dann gegebenenfalls am Freitag. Nichtsdestotrotz, die Moni hatte ja reingeschrieben, dass zum Beispiel die CDU wahrscheinlich eine aktuelle Stunde zum Staatssekretär Eumann beantragen wird. Ich fände es schön, wenn wir da irgendwie durchaus gemeinsame Sache machen würden, denn die Vorwürfe, die da im Raum stehen, sind uns ja thematisch vielleicht nicht ganz fremd. Daniel, könntest du, oder Moni, Simone hat schon recht, wir sollten sowohl für uns alle wie auch für den Stream einmal klären, um welche Vorwürfe es da geht, was da im Raum steht. Möchte das jemand eben übernehmen? Daniel? Ja, ich will jetzt auch gar nicht nur ganz grob groß drauf eingehen. Also es gibt ja so tolle Sachen auch wie diese Presseschau und sowas. Eigentlich geht es ja um zwei Sachen. Es geht zum einen um einen möglichen, ich sage jetzt mal, Plagiatsvorwurf. Und zum anderen geht es um mögliche Vorteilsnahmen, sage ich jetzt einfach mal, in Bezug auf Auftragsvergaben und so weiter und so fort, sagen wir mal. Also persönliche Verfehlungen eines Staatssekretärs. Gut. Dann habe ich Moni, Frank in der Reihenfolge. Ja, also ergänzt dazu, es geht offensichtlich auch um Gelder, die irgendwie in einen Zusammenhang geflossen sind, der nicht wirklich unpersönlich war. Ich habe das darauf geschlossen, weil in der Presse stand halt auch, dass die CDU dieses Thema diese Woche in den Landtag einbringen will. Und dann habe ich gedacht, Mensch, die machen eine Aktuelle Stunde. Jetzt steht aber auch schon die Bemerkung von Katrin drunter, dass sie das offensichtlich hier im Ausschuss in einem Gespräch vorbringen wollen. Also insofern ist das eine neue Info, die ich so nicht hatte. So, dann bitte Frank. Ja, ich wollte nur kurz sagen, dass die Aktuelle Stunde ja Themen behandelt, die nach dem Antragsschluss aufgetaucht sind. Und da der heute erst um 14 Uhr ist, wissen wir das auch alles erst später. Ne? Was? Ja, zwangsläufig doch. Eine Frage von mir, Daniel. Ist das jetzt nur in der Presse aktiv oder gibt es da schon ein Ermittlungsverfahren irgendeiner Staatsanwaltschaft? Also kann ich dir gar nicht sagen. Ich wollte wirklich nur einfach anregen, wenn es denn da möglicherweise das ein Thema ist, dass da eine Aktuelle Stunde von irgendjemandem beantragt wird, dass wir uns möglicherweise da bilateral mal unterhalten. Moni, bitte.
Ja, das wird sich ja dann Donnerstag in der Ausschusssitzung vielleicht auch ergeben, was da dran ist. Dann sollte man das der Katrin oder halt Daniel sagen, dass man einfach, oder du bist, glaube ich, mit drin, ne? Nee? Ja, dass ihr das einfach, ne, auf dem Schirm habt und dass wir dementsprechend dann gucken. Danke, Moni. So, gibt es, bevor wir zu Top 5, eventuell verbunden mit Top 6, das wird der Nico uns gleich noch erläutern, kommen, gibt es noch weitere Fragen zu Top 4? Sehe das nicht der Fall, dann bitte Nico. Danke, Herr Versammlungsleiter. Zur Begründung des Antrags, warum ich gerne die nächsten beiden Tagesordnungspunkte Besetzung, Untersuchungsausschuss WestLB und BLB zusammen behandeln möchte, ist, dass es für mich keinen Sinn ergibt, diese Sachen getrennt zu beraten und abzustimmen, weil ich denke, es ist wichtig, dass wir eine Gesamtentscheidung treffen, die natürlich auch mit berücksichtigen muss, wie die Arbeitsbelastung dann aussieht. Also es muss ja irgendwie ein Ergebnis rauskommen, dass wir beide Ausschüsse vernünftig besetzen und uns in der übrigen Ausschussarbeit nicht schwächen und dass da auch die Gesamtarbeitsbelastung vernünftig verteilt ist und die Interessenschwerpunkte und Schwergewichte berücksichtigt sind von allen übrigen Mitgliedern. Also deswegen werbe ich mit diesem Antrag für eine Gesamtlösung, mit der dann auch am Ende alle leben können und wir nicht nachher nach unterschiedlichen Diskussionsverläufen auf einmal vor einem Endergebnis stehen, wo wir uns dann nachher fragen, wie sind wir jetzt dahin gekommen? Dankeschön. Danke, Nico. Dietmar, bitte. Ja, dafür. Okay, vielleicht machen wir solche Wortmeldungen dann bei der Abstimmung. Macht Sinn, glaube ich. Joachim, bitte. Wenn du jetzt nicht nur dafür oder dagegen sein willst. Ich habe eine Verständnisfrage, Nico. Sieht das dann so aus, dass man sich unterschiedliche Optionen, personelle Optionen, also Paare für die Ausschussbelegung vorzustellen und die dann entsprechend abstimmt? Normalerweise haben wir es immer so gemacht, wenn es um eine Funktionszuweisung ging, dass wir für jeden Abgeordneten einzeln abgestimmt haben. Und wenn du jetzt die beiden Tagesordnungspunkte verknüpfen möchtest, ist für mich die Frage, wie die Abstimmung aussehen soll. Nee, konsequenterweise habe ich jetzt noch gar nicht so drüber nach. Ja, müsste man auch zusammen abstimmen. Ja. Also, dass man, sagen wir mal, Person A Ausschuss X, Person B Ausschuss Y, Person C Ausschuss X, Person D Ausschuss Y, dass das immer so Zweierkombinationen sind, die letztlich unsere Alternativen, die abzustimmen sind, auszumachen. Das wäre ein möglicher Abstimmungsvorschlag, den ich auch zulassen würde. Ich würde das nicht ausschließen. Ich wollte mich jetzt gar nicht so darauf kaprizieren, aber das wäre in meinen Augen auch ein sinnvolles Vorgehen, das so zu machen. Okay, danke. Okay. Dietmar, bitte. Ich habe das allerdings so verstanden, Nico, so wie wir es ja auch schon mal vorbesprochen hatten oder auch schon mal zumindest mal diskutiert hatten, geht es natürlich um die Voraussetzungen der Besetzung. Wie du sagst, auch die Frage der Arbeitsbelastung spielt natürlich eine Rolle, was aber nicht zwingend auf die Besetzung selbst bzw. die Abstimmung darüber durchschlagen muss. Also ich halte es nicht für richtig und nicht für gut, um das gleich vorwegzunehmen, hier eine Kombinationsabstimmung hinsichtlich der Besetzung vorzunehmen. Das könnte nämlich im Ergebnis, wenn wir davon ausgehen wollen oder müssen, was weiß ich, am Ende eine geheime Wahl hier durchzuführen, dazu führen im Endergebnis, dass eine Person in beiden Ausschüssen landet. Also das halte ich für doch, das kann wohl passieren. Ja, klar. Ja, sicher. Bitte. Könnten wir uns hier an die Wortmeldung halten? Das wäre total toll. Also, Nico, bitte. Darf ich noch zu Ende? Achso, ich dachte, du wärst zu Ende. Ich meine, klar, ich nehme den Widerspruch aus der Runde gerne entgegen, aber ich würde dann gerne noch zu Ende sprechen. Dann erst Dietmar bitte zu Ende und danach hatte ich eine Wortmeldung von Nico. Also, wie gesagt, also ich bin schon dafür, dass wir, ob nun, das ist ja beliebig, ob nun das eine zuerst oder das andere zuerst hinsichtlich der Besetzungsfrage, das hintereinander abzustimmen sein kann. Denn es darf ja bei der ganzen Sache nicht vergessen werden, dass
ein Interesse, den einen Untersuchungsausschuss zu machen, so dieses denn erledigt ist, dann auch quasi ein Interesse an einem anderen Untersuchungsausschuss erledigt hat. Also von daher, es geht hier auch nicht um eine Entscheidung entweder oder, sondern unter Umständen auch eine Entscheidung ja, end oder weder. Danke, Dietmar. Ich habe als nächsten Nico, dann Joachim. Also genau deine Befürchtung, dass irgendwie eine Person in zwei Ausschüssen sitzt, die sehe ich genau nicht, sondern die wird genau diese Gefahr wird damit verhindert. Und natürlich hat das dann auch zur Folge, dass man sich jetzt bei der Diskussion dann auch vielleicht eher ja, dazu äußern muss, welchen Ausschuss man vielleicht priorisiert. Und ansonsten hat man sozusagen zweimal die Chance, wenn es beim ersten nicht klappt, bei der ersten Abstimmung, dann beim zweiten Mal. Gut, das mag jetzt für den einen oder anderen von Nachteil sein. Insgesamt denke ich mal, und die Fraktion hat da mit dem Vorgehen mehr Klarheit. Und wenn man halt das, wie Joachim dann auch vorgeschlagen hat, so entsprechend abstimmt, hat man dann auch die Möglichkeit, entsprechend die Abstimmungen dann so zu machen, dass man dann weiß, was man am Endeffekt hat und das nicht so zufallsabhängig ist. Wie geht der erste Wahlgang aus? Und entsprechend, wenn man dann vielleicht schon weiß, wie der erste ausgegangen ist, dann kann man sich dann nochmal umüberlegen und wie läuft dann der zweite? Und das sind dann so Unwägbarkeiten, die würde ich gerne rausnehmen, weil die Fraktion steht ansonsten nach zwei Wahlgängen da und sagt, ja, was haben wir jetzt hier? Und vor allem geht es ja dann noch weiter. Das möchte ich auch noch kurz nochmal betonen. Je nachdem, wer dann dort sitzt, geht es ja auch nochmal darum, kann die normale Ausschussarbeit so bestehen bleiben oder muss da eventuell dann auch nochmal nachjustiert werden, was die Verteilung der Arbeiten angeht. Und deswegen plädiere ich nochmal auch nicht nur für meinen Antrag, sondern auch für die Vorgehensweise von Joachim, dass man dann auch sozusagen gemeinsame Wahlvorschläge zur Abstimmung stellt, wie auch immer die dann aussehen mögen. Danke, Nico. Ich habe noch Joachim und dann Dietmar. Ich halte diese Vorgehensweise, das in Kombination zu machen, eigentlich für den einzig gangbaren Weg, weil, wie der Nico gerade darauf hingewiesen hat, es noch einen weiteren Kontext gibt, die Gesamtarbeitsbelastung der Fraktionen, das heißt, das Ausschussgefüge ist von der Belegung dieser beiden Untersuchungsausschüsse auch abhängig. Wir müssen es also sehr genau überlegen, welche Kombinationen wir zur Wahl zulassen. Aber ich denke, das kriegen wir auch in der vertretbaren Zeit hin. Danke, Joachim. Ich habe als nächstes noch Dietmar, dann Nico. Okay, ich lasse hier das letzte Wort. Mir ging es nur darum, das nochmal zu verdeutlichen, was ich befürchte oder was ich nicht möchte, dass zum Beispiel es denn so ist, dass zum Beispiel zwei Mitglieder des gleichen Ausschusses in die Untersuchungsausschüsse gehen. Also rein hypothetisch jetzt mal zweimal HFA oder zweimal Rechtsausschuss, das fände ich für die Gesamtfraktion ein schwieriges Ergebnis, das vielleicht dann nicht von allen so gewollt ist. Und nur um das klar zu machen, um die Gefahr geht es mir und die möchte ich bannen. Jetzt Dietmar, bitte. Danke, Nico, dann Dietmar und danach nochmal Ingo. Ja, gut, es klingt jetzt auch alles ziemlich hoch aufgehängt. Ich finde, wir sollten überhaupt erstmal die Diskussion führen, gemäß dem Vorschlag, die Punkte, also die groben Punkte purer West-LB und purer BLB, mal zu erörtern. Und im Zuge der Erörterung werden sich sicherlich auch noch Aspekte ergeben, die dann vielleicht auch auf das weitere Vorgehen hinsichtlich der Wahlvorschläge. Wahlvorschläge meine ich insofern, als die Wahlvorschläge dem Parlament herzustellen sind. Denn alle Ausschussmitglieder werden ja durchs Parlament gewählt. Und wie auch immer natürlich die Vorschläge eher bestätigt werden, so wie sie von den Fraktionen eingebracht werden. Aber ob es hier zu einer Wahl kommen muss innerhalb der Fraktion im eigentlichen Sinne, so wie das jetzt dargestellt ist, das wissen wir ja noch gar nicht. Also es könnte ja auch sein, dass man sich hier innerhalb der Fraktion auf bestimmte Personen vor dem Hintergrund des Erörterungsergebnisses einigt, ohne dass es hier großartig zu Wahlverfahren kommt. Dankeschön. Danke, Dietmar. Als nächster hat sich noch der Ingo gemeldet. Ja, im Prinzip plus eins. Also ich wollte auch vorschlagen, lasst uns doch einfach mal inhaltlich drüber sprechen und dann mal gucken, ob die ganze Diskussion überhaupt notwendig ist. Weil wenn wir kein Problem haben, brauchen wir auch kein Problem zu erörtern. Ich finde diese praktischen Vorschläge total doof.
Gut, ich greife nochmal Nikos Vorschlag von vor 20 Minuten auf. Spricht etwas dagegen, jetzt einfach beide Punkte zusammen zu diskutieren? Einfach mal loszudiskutieren? Nein? Dann kann es ja losgehen. Nico, möchtest du den ersten Aufschlag machen oder wer möchte? Simone, bitte. Ich würde ganz gerne einfach eine Meldung haben, wer sich das vorstellen kann, da in die Untersuchungsausschüsse zu gehen und dann von jedem ein kurzes Statement, was er da priorisiert und so. Genau, wie seid ihr zu dem Namen Piraten gekommen? Dietmar hatte sich erst noch gemeldet oder wollen wir erst... Ich glaube, Dietmar möchte zu der Vorgehensweise was sagen. Dietmar, bitte. Also, entschuldige, da würden wir natürlich den zweiten Punkt vor dem ersten Punkt vorwegnehmen, zumindest im Bereich WestLB. Wir haben da eine aktuelle Entwicklung und vielleicht macht es Sinn, darüber zunächst einmal zu sprechen, bevor wir hier über die Besetzung sprechen. Denn erstens, der Untersuchungsausschuss WestLB ist noch gar nicht eingesetzt. Ja, das muss erst noch beschlossen werden. Es gibt bisher einen Antrag der SPD-Grüne. Es gibt einen weiteren Antrag, der gerade in einem der benachbarten Sitzungssäle beraten und vielleicht dann beschlossen wird, der CDU. Der liegt auch vor. Und es gibt möglicherweise auch einen Antrag der Piratenfraktion, der die Anträge, die bereits vorliegen oder bekannt sind, ergänzt. Und dazu würde ich dann gerne schon noch was vorab sagen, bevor jetzt Personalbesprechung erfolgen, wenn ich darf. Danke, Dietmar. Simone hatte sich noch gemeldet. Ja, dann in Gottes Namen, dann macht das Aktuelle und danach reden wir über die Kandidaten. Okay. Also. Ja, Dietmar, möchtest du dann berichten eben? Ja, ich fasse das mal, soweit es mir möglich ist, kurz zusammen. Also wir hatten Laumann, Fraktionsvorsitzender CDU, hatte ja letzte Woche Mittwoch. Bitte ein bisschen um Ruhe. Letzte Woche Mittwoch den Aufschlag gemacht, mit der Ankündigung, Einsetzung WestLB-Untersuchungsausschuss zu beantragen. Dann gab es die Klausurtagung in Köln. Da wurde auch am Rande ein bisschen gesprochen. Wir hatten auch Pressemitteilung. Am Freitag ist dann der Antrag der SPD-Grünen aufgepoppt, so quasi aus dem Nichts. Und dann hatten wir überlegt, ob wir nicht vielleicht sogar einen eigenen Antrag noch machen. Dann hatte ich mit Moni am Wochenende mal mit Nico gesprochen. Und wir waren eigentlich der Auffassung, ja, wäre wahrscheinlich nicht falsch, aber ist auch nicht eilig. Und diese Meinung hat auch Moni geteilt. Ich habe sie letztendlich auch geteilt, habe dann nochmal mir das Gesetz näher angeschaut, nämlich das Untersuchungsausschussgesetz, dabei festgestellt, dass wir ohne eigene Antragstellung, also ohne dass wir mit als Antragsteller fungieren, relativ blöd da rumsitzen im Untersuchungsausschuss. Das ergibt sich nämlich daraus, dass Beweisanträge nur diejenigen stellen können, die Antragsteller sind, also Antragsteller des Untersuchungsausschusses oder ein Fünftel des Untersuchungsausschusses. Das kriegen wir im Zweifel nicht hin. Wenn wir da im Untersuchungsausschuss sitzen und nicht Antragsteller sind, könnte es sein, dass wir mit Beweisanträgen hinten runterfallen. Es macht also durchaus Sinn, hier einen wie auch immer gearteten, sinnvollen, kleineren Antrag, ich sag's nur so, wie es ist, so wie es Gesetzeslage entspricht. Ja. Warte, Dietmar. Ganz kurz noch zu Ende? Ja, oder mach ganz kurz. Ja, eigentlich spielt es keine Rolle, ob wir sagen, es gibt einen Antrag und wir schließen uns dem Antrag an, dann sind wir automatisch mit Antragsteller. Wenn wir einen eigenen Antrag stellen und die sagen, bleibt mit eurem Antrag, wo ihr wollt, sind wir auch keine Antragsteller. Insofern ist das, also das macht für uns keinen Unterschied von der Sache. Solange wir unseren eigenen Antrag ja nicht durchbekommen, kriegen wir ja nicht, weil wir keine 25% haben, haben wir ja nur die Chance,
einen der Anträge, die vorliegen, zu sagen, pass mal auf, wir gehen mit auf diesen Antrag. Wenn wir mit auf den Antrag gehen, sind wir automatisch Antragsteller. Insofern macht es, es macht keinen Unterschied für mich. Ich gestehe, dass ich über die Usancen der PGF-Runden nicht hinreichend im Bilde bin und so dementsprechend auch nicht weiß, wie das da so gehandhabt wird. Das kann ich nicht beurteilen. Wenn also es tatsächlich so läuft, dass man einfach nur zu sagen braucht, hey Leute, wir machen da mit, setzt euch mit dran, setzt uns mit drauf, wir machen einfach euren Antrag mit. Ja, okay, dann sei es damit, sei damit Genüge getan. Das ist keine Frage. Nur ich weise nur darauf hin, wir könnten ja auch einfach schweigen auf alles. Ja, das heißt, wir müssen uns auch nirgendwo anschließen, sondern könnten einfach warten, bis der Untersuchungsausschuss eingesetzt wird auf Antrag der einen oder anderen Fraktion und gut ist. Das heißt, ich weise nur darauf hin, wir müssen auf jeden Fall als Antragsteller mit fungieren. So, wenn wir uns einfach nur an einen Antrag mit dranhängen, haben wir zumindest, was den Umfang der Untersuchungsgegenstände angeht, nichts weiter als das, was in diesem jeweiligen Antrag steht. Würden wir uns beispielsweise dem Antrag der SPD-Grünen anschließen, und es dabei bei diesem Antrag bleiben, wäre dem Interesse der Piratenfraktion, so wie wir es auch schon publiziert haben, wie es aber auch schon zigfach in den letzten Jahren diskutiert worden ist, nicht gerecht werden. Würden wir nicht der Sache gerecht werden können, dann wäre es auch blöd. Also wie gesagt, wir müssen also gucken, welches ist der weitreichendste Antrag. Das wäre hier der hier als Entwurf der CDU vorliegt. Der Antrag der SPD-Grünen ist nicht mehr als ein Beweisantrag, den man innerhalb des Untersuchungsgegenstandes dann stellen könnte. Und es gibt darüber hinaus, über das, was hier als Entwurf der CDU vorliegt, noch mindestens drei weitere wesentliche Punkte, die bisher von keinem Antragsteller berücksichtigt sind. Das heißt, wir müssten wir in jedem Fall irgendwie einbringen. Wenn ich das kurz noch dazu sagen darf, ich habe also das schon mit Frau Lazzaro kurz durchdiskutiert. Sie hat mich eben auch angerufen und sagte, sie selbst würden das jetzt nicht mehr einarbeiten, weil die Materie zu komplex sei. Aber wenn wir das als eigenen Antrag einbringen, sie würden das durchaus mitstützen. Das würde dann eben in der PGF-Runde entsprechend Fragstück, weil sie gehen auch davon aus, dass es letztendlich zu einem gemeinsamen Antrag kommen wird. Ähnlich BLB, allerdings natürlich mit anderen Inhalten, wesentlich komplizierter, wesentlich vielseitiger und. Mehr als Punkteangelegenheit über das den Umfang BLB hinaus. Und von daher war auch meine erste Überlegung, nämlich die inhaltliche, weniger die verfahrensmäßige, wobei ich eben, wie gesagt, nochmal betonen möchte, ohne dass wir als Antragsteller auftauchen, und das entspricht nun mal der Gesetzeslage, hätten wir innerhalb des Verfahrens schlechtere Karten. So, danke. Danke, Dietmar. Ich habe noch eine Wortmeldung von Moni. Danach hatte ich hier aus der Runde eben den Vorschlag vernommen, die Pause dann vielleicht ein paar Minuten vorzuziehen, weil wir innerhalb der einstelligen Minutenzahlen sowieso nicht mehr richtig ans Diskutieren kommen. Ist das okay? Kein Widerspruch? Dann bitte Moni und danach Pause. Also das zweite Argument von dir, finde ich, geht in Ordnung, wenn man also dadurch klarstellt, welche Anliegen wir noch haben. Wenn du sagst, dieses Projekt möchten wir gerne noch mit untersuchen oder das andere, dann kann ich das gut nachvollziehen, weil man dann was in der Hand hat. Also das ist für mich in Ordnung. Das andere habe ich nicht verstanden. Das finde ich absolut okay. Gut, Dietmar, noch mal eine Klarstellung. Ja, genau. Also es geht jetzt nicht darum, das Rad neu zu erfinden. Das heißt, es geht nicht darum, das, was wir bereits kennen aus den uns entwurfsweise oder bereits gestellten Anträgen nochmal zu wiederholen, sondern es geht ganz klar um die Ergänzung. Das heißt, die Punkte, die wir wollen, nochmal als eigenständigen Untersuchungsauftrag im Rahmen eines Einsetzungsantrags zu stellen. So habe ich das im Gespräch auch verstanden, entspricht es durchaus der Üblichkeit, sodass man dann quasi wie so ein Memory oder Mosaik die Sache dann zusammenfügt innerhalb der PGF-Runde. Ja, genau. Danke, Dietmar. Ich würde sagen, wenn wir jetzt die Pause vorziehen, machen wir bis 20 vor 12 Pause. Ist das recht? 11.40 Uhr wieder hier sein? 49. Gut, dann ab jetzt Pause bis 11.40 Uhr. Ich möchte schon noch irgendwas fragen. Der Stream? Der läuft immer, jetzt auch mit Ton wieder. Das ist schön. So wie ich sehe, 1, 2, 3, 4, 5. Sind wir beschlussfähig, das ist schön. Wir können dann direkt weitermachen mit der Diskussion zu Tagesordnungspunkt 5 und 6. Die Leute, die
Die es besonders betrifft, sind alle draußen. Ich denke, wir nutzen die Stunde und stimmen schnell ab. Daniel, möchtest du WestLB machen? Und Kai, ULB? Ich bin für Michelle als WestLB. Wir müssen schon jemanden nehmen, der nicht da ist. Das stimmt. Hilmar! Danke! Was macht er denn jetzt? Guck, der kann beide. Also Referent für Kaffeemaschine braucht einen eigenen Slot. Gut. Ja. Also wir machen jetzt Tagesordnungspunkt 6. Ah ne, 6 war ja schon durch, war ja mit 5 zusammen behandelt. Sind wir bei 7? Olli, Chemie-Enquete. Ja, das haben wir eigentlich auch schon geklärt, oder? Können wir 8 machen. Machen wir die Chemie-Enquete genauso wie... Also wer geht raus? Ich meine, den müssen wir wählen. Ja, Michel, super. Aber ist das nicht ein bisschen viel, wenn er jetzt BLB, WestLB und Chemie-Enquete macht? Das schafft er. Okay. Doch. Wir haben sogar geheim gewählt. Und Nico und ich waren beauftragt, dich in ein Gespräch zu bringen. Können wir jetzt Kaffee trinken? Nö. Der ficht das einfach an und dann ist gut. Ja. Ja, schade, dann springen wir nochmal zu Punkt 5, 6. Scheint noch Klärungsbedarf zu geben, zurück. Ich rufe mal den Michel an. Und da hätte ich jetzt gerne gewusst, da ist der Michel übrigens, du musst ihn nicht anrufen, Grumpy. Ja, 42 ist auch eine gute Zeit zum Anfang. Hätte ich gerne gewusst, wer jetzt den ersten Aufschlag hier machen möchte. Wir haben ja jetzt gerade die Diskussion geführt schon mal. Stellvertretend so ein bisschen anonymisiert und solche Sachen. Zuletzt hatte ich von Simone die Anfrage im Hinterkopf jetzt, wer sich das überhaupt vorstellen könnte. Wollen wir damit jetzt starten? Ist euch das so recht? Der Grumpy meldet sich. So. Ich dachte, du rückst erst den Knopf weg, deswegen. Weil, da wollte ich noch fragen, ob jemand, bevor man sich selber immer vorschlägt, weil ich hätte jemanden noch, also jetzt nicht wegen Dietmar, um dir nahe zu treten zu wollen, weil ich möchte gerne jemanden vorschlagen. Also ich fände es super, wenn der Michel zum Beispiel in diesem Bereich für den BLB-Ausschuss da vielleicht Bock drauf hätte, weil dir traue ich das richtig gut zu. Also Simone wollte, glaube ich, Simone ist das, glaube ich, egal, ob jetzt jemand vorgeschlagen wird oder ob er sich selber vorschlägt. Dementsprechend freie Diskussion an der Stelle, befürchte ich. Also Grumpy schlägt den Michel vor. Dann hätte ich gerne von Michel, was er dazu sagt. Ja, der Grumpy ist nicht der Erste, der mir das anträgt und ich wüsste gerne, warum. Also wie kommt er darauf? Ich verstehe es nicht. Ich habe mit BRB so, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich habe damit so nichts am Hut. Nee, ist es auch nicht. Ich bin auch ganz ehrlich, ich weiß nicht, was... Ich möchte gerne wissen, warum oder wie die Leute darauf kommen. Ja, der Grumpy kann das vielleicht erläutern, warum er so großes Vertrauen zu dir hat. Michel, Grumpy bitte. Weil du ganz einfach jemand bist wie so ein, ich sag mal, so ein Trüffelschwein. Du findest die Fehler. Du findest die Fehler in den Dokumenten und zerrst sie nach vorne. Und genau da sehe ich dich sehr gut. Doch. Also du findest genau die schönen Fehler im System. Danke, Grumpy. Ich möchte im Protokoll festhalten, dass er BLB und WestLB jetzt mit der Landessatzung der Piratenpartei vergleicht. Entschuldigung. Ja, wir müssen aber nicht warten. Der
Jaroslav kriegt das hin. Gibt es weitere Vorschläge? Joachim. Nee, ich möchte mich einfach nur noch mal, weil ich Michelle auch vorgeschlagen hatte, begründend an den Marc anschließen, ohne jetzt die Metapher vom Trüffelschwein zu bringen. Aber ich glaube, der Michelle ist ein hervorragender Bugfixer. Und letztlich geht es um Bugs in der Praxis des Bau- und Liegenschaftsbetriebes. Und von daher würde ich ihn da auch sehen. Also. Der Daniel, bitte. Ja, ich möchte konkret den Dietmar und Robert an der Stelle ins Boot werfen. Und zwar sehe ich persönlich den Dietmar durchaus im Bereich BLB, wo er, glaube ich, auch selber schon sich geäußert hat, dass er das durchaus sich entsprechend vorstellen kann. Und Robert ist für mich derjenige für die West-LB. Ich glaube, das könnte ganz gut funktionieren, ohne das jetzt mit den beiden vorher noch mal rückgekoppelt zu haben. Ich habe als nächsten Moni und dann Dietmar auf der Rednerliste. Ja, ich würde dich prinzipiell unterstützen. Ich sehe das etwas schwierig. Ich glaube, der HFA ist eine so riesengroße Aktion und so viel Arbeit, dass ich ganz, ganz ungern beide aus dem HFA jetzt noch mit einem Untersuchungsausschuss belasten würde, möchte anstattdessen aber. Also Dietmar hatte gestern gesagt, er sehe da Juristen auch vorne. Das teile ich nicht. Also ich glaube, dass das jeder mit einem gesunden Menschenverstand zumindest diese BLB-Sache machen kann. Trotzdem möchte ich aber, weil ich auch weiß, dass es ihn interessiert, den Nico vorschlagen. Der hatte, glaube ich, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, durchaus Interesse bei dieser West-LB. Wenn ich das richtig sehe, hast du damals 2010 an dem Antrag mitgearbeitet. Das heißt, du hast da auch Erfahrung oder hast da ein Wissen. Und ich würde den Nico einfach gerne hier mal mit in den Ring werfen. So, der Nico ist auch im Ring, schön. Ich habe als nächsten den Dietmar, den Robert. Ja, ich ziehe erstmal zurück. Dietmar zieht erstmal zurück, dann der Robert, dann der Joachim. Und dann Nico vielleicht. Ja, ich finde das ganz wichtig, was Simone gesagt hat. Ich denke auch, wenn Dietmar und ich da federführend beide einen Ausschuss hätten, zum Beispiel in der Konstellation Dietmar BLB, ich WestLB, das wäre eine Katastrophe für den HFA. Das ist auch nicht machbar. Also deswegen möchte ich hier gleich vorweg schicken, ich bin durchaus bereit, dann einfach nur irgendwo als Stellvertreter zu fungieren und einzuspringen. Aber zum Beispiel im Bereich WestLB würde ich mich eher sehen als Stellvertreter BLB, so dass dann hier dann auch Konsens findet. Ich muss da nicht irgendwo als erste Person in so einem Untersuchungsausschuss sitzen. Danke, Robert. Als nächsten habe ich Joachim, dann Nico. Ich würde mich Monika anschließen, was Vorschlag Nico angeht. Den sehe ich auch im West-LB-Ausschuss und ich möchte zusätzlich für den BLB noch den Marc vorschlagen. Danke, Joachim, dann Nico und Grumpy. Ja, danke schön für das Vertrauen. Ja, es stimmt, West-LB ist mein Thema seit 2010 und von dem beruflichen Hintergrund Bankkaufmann und Jurist traue ich es mir zu. Allerdings muss man dann auch, stehen wir auch da vor der Thematik, wie ist dann die übrige Ausschussarbeit zu organisieren. Also da habe ich auch noch ein Fragezeichen und wäre dann die Frage, inwieweit man, das trifft dann wahrscheinlich auch auf Dietmar zu, wenn man sagt, hier HFA darf nicht untergehen, wo man dann reduziert und wer dann da vielleicht noch zusätzlichen Part in den übrigen Ausschüssen oder einer der Ausschüsse dann übernimmt. Zum Beispiel Rechtsausschuss. Danke, Nico. Ich habe jetzt als nächsten Grumpy, Dietmar, Robert. Bei Nico fällt mir jetzt ein, ich meine, du machst ja auch noch den Vorsitz Europaausschuss. Sozusagen der zweite wichtige Innenausschuss, wie ich ihn sehe. Schaffst du das? Ich weiß es nicht. Also, wenn ich, das ist die Frage,
ob es da nicht eine andere Lösung gibt. Also ich möchte mich da nicht aufdrängen, ich möchte mich da nicht verweigern, aber ich sehe schon, dass das eine Herausforderung ist und da müsste dann auch drüber gesprochen werden, wie das umorganisiert wird. Und wir haben noch andere Bewerber, die auch, sage ich mal, mit ihren juristischen Kenntnissen mit seinen juristischen Kenntnissen das auch wuppen könnten. Auch ein WestLB-Untersuchungsausschuss. Und ja, ich kann mir da vorstellen, wenn zum Beispiel Dietmar den WestLB-Untersuchungsausschuss macht, dass der Robert ihn da im HFA ein bisschen den Rücken frei hält und ansonsten im Rechtsausschuss auch, dass so umorganisiert wird, dass da noch Arbeiten von Dirk gegebenenfalls mit übernommen werden können, so egal. Also das müsste dann so ungefähr in die Richtung laufen. Und ja, mit Europa ist eine schwierige Sache. Also HFA ist nicht einfach, aber der Ausschussvorsitz ist schon auch terminlich, weil da halt viele Termine auch einfach bei mir aufschlagen und ich mir vorstellen kann, dass der WestLB-Untersuchungsausschuss auch viele Sitzungstage verursacht und da es gewisse Terminkonflikte gibt. Also ja. Danke, Nico. Ich habe als nächsten Dietmar, Robert, Joachim und Moni. Ja gut, ich könnte jetzt auch mal schweigen, also ich sage aber trotzdem mal was. Erstmal vielen Dank nicht, für die Einschätzung und Vorschläge. Ich habe natürlich, um es ganz klar zu sagen, also ich habe mir längere Zeit Gedanken darüber gemacht, ob ich überhaupt was mache. Ja? Also ob ich überhaupt einen Untersuchungsausschuss mache. Und zwar egal welchen. Und der könnte von mir aus Mickey Mouse heißen, spielt keine Rolle. Denn vorausgesetzt natürlich, das Thema würde es hergeben. Eins steht jedenfalls fest. Die Arbeitsbelastungen im Untersuchungsausschuss, egal welche, um welchen es sich handelt, egal ob BLB oder WestLB, wie wir sie jetzt hier vorliegen haben, wird in beiden Fällen enorm sein. Zumindest temporär. Und ja, ich sehe auch die Problematik, dass in anderen Ausschuss- und Arbeitsbereichen Defizite auftreten können, sodass auch ich für den Fall, dass ich für einen Untersuchungsausschuss quasi als Speerspitze vorgeschlagen werde oder gewählt werde, einen nicht unerheblichen Teil meiner anderen Arbeit quasi abgeben müsste. Ich muss dazu sagen, wir haben ja die Ausschussbesetzung, Wahl in die Ausschüsse ist ja schon was länger her. Retrospektiv kann ich sagen, die von mir überhaupt nicht priorisierte Einsetzung meiner Person in den HFA hat sich zumindest für mich als sehr gut herausgestellt. Das war nun, weiß Gott, nicht meine Priorität. Sondern etwas ganz anderes war meine Priorität oder waren meine Prioritäten. In beiden Ausschüssen bin ich nicht gelandet. Der Rechtsausschuss war gar nicht mal das Primäre, wo ich hin wollte, weil das nämlich rein von der Materie her überhaupt nicht zwingend dem entspricht, was meiner Vita, also meiner juristischen Vita entspricht. Per heute kann ich sagen, dass ich alleine von den Themenfeldern her im Bereich des Rechtsausschusses jeden anderen juristisch, ich sag mal, affinen hier in der Fraktion und besser sehe als mich, um es ganz klar zu sagen. Das sehe ich auch hinsichtlich des Supports so, der bisher auch im Bereich Rechtsausschuss oder Rechtspolitik geleistet worden ist, insbesondere aus dem Büro des Mitglieds dieses Landtags, Dirk Schatz, der da sehr nah dran ist. Der ist natürlich genauso nah auch an den Themen der Innenpolitik, aber natürlich möchte fast sagen, parallel dazu auch im Bereich der Justizpolitik. Er ist ja auch in der Vollzugskommission. Die Vollzugskommission ist diejenige Kommission, die viele der in dem Rechtsausschuss beratenden Gesetze letztendlich umsetzt bzw. kontrollieren soll, dass sie auch richtig und gut umgesetzt werden. Also von daher, HFA,
Auch das ist natürlich vor allem natürlich in bestimmten Zeiten, wo die Haushaltsberatungen laufen, sehr intensive Zeit. Da müsste ich sicherlich auch etwas dann zurückschrauben. Ich sehe auch durchaus, also ich bleibe nach wie vor bei der Auffassung, dass aus meiner Sicht Juristen in die Untersuchungsausschüsse sollten. Wir haben nun mal nicht 2, 3 und mehr Sitze in Untersuchungsausschüssen, sodass es immer nur einen treffen kann. Das ist klar. Ich sehe natürlich nicht mich als ich sehe ja nicht mich hier als alleinige, wenn Nico sagt, er will nicht oder sagt, ja, oder als alleinigen Juristen und sagt, dann mache ich dann am Ende beide. Das geht ja auch nicht. Das will ich ja auch gar nicht. Und ich sehe auch durchaus das Argument, von wegen mit gesundem Menschenverstand könnte man bei BLB vielleicht eine gute Performance liefern, ja. Da bin ich nicht abgeneigt zu sagen, das könnte klappen. Das sage ich deshalb, weil ich das Themengebiet einigermaßen gut überblicke. Und dementsprechend würde ich per heute sagen, und deswegen habe ich vorhin auch so ein bisschen diesen Aspekt Einigung angesprochen. Wenn wir hier, die wir alle ja nun an Sachthemen orientiert sind und vor allen Dingen auch an einer sachlich guten Performance unserer Fraktion, müsste es fast ohne Wahl gehen. Denn es gibt ja da immer auch dann Ressentiments, die entstehen oder ich sag mal auch durchaus verletzte Eitelkeiten, die Zeit haben wir doch, Simone, ich glaube zumindest, verletzte Eitelkeiten. Und also deswegen, also WestLB, wenn ich WestLB machen soll, dann stehe ich dafür bereit und bringe mich dann entsprechend auch ein, würde allerdings den Bereich Rechtsausschuss zurückfahren müssen. Danke, Dietmar. Ich habe als nächsten Robert, dann Joachim, dann Moni, dann Nico. Ja, genau, was auch wichtig wäre, Dietmar hat das ja angesprochen, es gibt überall nur einen Platz, aber ich bin sicher, dass wir auch Arbeitskreise dann diesbezüglich noch bilden werden, sodass darüber hinaus natürlich unabhängig davon, wer den Ausschuss besetzt, dort natürlich aus der gesamten Fraktion heraus jeder Input liefern sollte, der irgendwie affin zu den Themen ist. Denn ich denke, da wird so viel anstehen, das ist auch für die Performance gerade jetzt auch der BLB-Ausschuss wird ja auf jeden Fall noch vor der Bundestagswahl starten, gerade nicht, gerade unbedeutend, sodass es sowieso zweckmäßig wäre aus meiner Sicht heraus, dass dort auch die Leute, die jetzt vielleicht nicht unbedingt im Untersuchungsausschuss sitzen wollen, zumindest arbeitskreistechnisch thematisch an den Themen mitarbeiten. Und das sollte auch noch Berücksichtigung finden, gerade im Zusammenhang damit, wie die Arbeitsbelastung in der Fraktion verteilt ist. Danke, Robert. Ich habe als nächsten Joachim, dann Moni, dann ja. Nico. Ich würde auch als Option, um das PUA-Personalkarussell rund und voll zu machen, den Dietmar ebenso im WestLB-Ausschuss sehen. Natürlich dann alternativ. Und wie er gerade selber schon andeutete, im Punkto Recht könnte ich mir vorstellen, das muss man natürlich mal anregen und fragen, dass der Dirk Schatz im Rechtsausschuss stärker in die Bresche springt, wenn Dietmar dann da raus ist. Und für den Fall, dass Nico in einem Untersuchungsausschuss, ich habe hier gerade die Ausschussliste vor mir, deswegen, dass Nico, ja, Stefan ist schon Obmann im Europaausschuss, Nico ist Vorsitzender. Ich würde an der Stelle den Frank Herrmann, der Stellvertreter im Europaausschuss ist, ließe sich mit innen vielleicht ganz gut, ist jetzt nur ein Vorschlag, also wir gehen ja mal Optionen durchsehen. Zur Not stünde ich auch zur Verfügung. Ich war einmal im Europaausschuss, habe den Stefan vertreten. Ist wirklich nicht mein Thema, aber Tom Odebrecht ist ein hervorragender Briefer. Also auch da könnte man zur Not Abhilfe schaffen, personell. Danke, Joachim. Ich habe als nächsten Moni, Nico, dann den Olli. Ja, wir haben jetzt, glaube ich, ganz konkret 4 Leute, die sich für diese Arbeit interessieren. Ich fände das schön, wenn wir uns darauf einigen könnten. Wir brauchen ja für jeden Untersuchungsausschuss einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Ich fände das schon mal schön, wenn wir sagen würden, das sind unsere 4 Leute. Sofern Sie sich da bereit erklären, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, würdest du lieber WestLB machen? Du würdest dich auch für WestLB interessieren, hast aber Sorge wegen der Arbeitsbelastung. Ich mache jetzt mal einfach einen Vorschlag. Ich fände das toll, wenn du das machen würdest, mit Unterstützung von Nico, der da ja auch Fachwissen hat. Und wenn dann vielleicht Grumpy und Michelle, einer von den beiden, den BLB und der andere die Vertretung macht,
wie auch immer, dann glaube ich, hätten wir da eigentlich eine ganz schicke Lösung. Das wäre jetzt so eine Idee, wie ich es mir denken könnte. Ich weiß, kann halt nicht beurteilen, inwieweit so ein juristisches Fachwissen tatsächlich in dem BLB-Ausschuss notwendig ist. Aber ich glaube, dass das so vom System her ganz schön wäre, wenn wir das so hinkriegen. Danke, Moni. Ich habe als nächsten Nico, dann Olli, dann Dietmar. Ja, also unter der Voraussetzung, dass der Robert damit einverstanden ist, das hast du so angedeutet, könnte ich mich dafür erwärmen. Ja? Wie gesagt, mit dem Hinweis, dass halt zeitmäßig, also ganz klar ist, ja, dass ich wahrscheinlich mich nicht so einbringen kann, wie ich es gerne möchte. Aber ich würde diese Lösung unterstützen. Mit der Zustimmung, wie gesagt, von Robert. Und dass das dann mit dem HFA auch unter den beiden so geklärt ist. Danke, Nico. Ich habe als nächsten den Olli, dann den Dietmar, dann den Joachim. Nur gerade zwei organisatorische Sachen, die mir gerade auffallen. Ich weiß, Nico hat gerade auch noch den Vorsitz natürlich im Europaausschuss. Ansonsten ist natürlich so, da kommen noch einige Sachen drauf hinzu, also 5 Enquetes und dann vielleicht noch ein Untersuchungsausschuss und dann gibt es ja auch noch Beiräte, die demnächst ein bisschen wichtiger werden und dies und jenes. Also irgendwie habe ich das Gefühl, jeder muss leider noch eine Schippe drauflegen, demnächst von der Arbeitsbelastung her. Und es wird sich nicht vermeiden lassen, dass man sich die Arbeit so einteilen muss, dass man die Dinge, die man gerne auf jeden Fall erreichen möchte, noch entsprechend unterkriegt. Also irgendwie dann jetzt hier schon zu tauschen und so Sachen und schon jetzt irgendwie andere Konstellationen, Ausschüssen zu finden, das ist, glaube ich, nicht gut. Und ich wollte noch darauf hinweisen, schön, dass wir 4 Leute haben, denn unsere Satzung heißt ja immer noch, dass wir Personenwahlen geheim wählen. Aber wir haben es bisher immer hinbekommen, dass wir das im Konsens vorher entschieden haben. So, ich habe jetzt, bevor es jetzt hier wieder zerfasert, die Rednerliste würde jetzt Dietmar und dann Joachim sein. Ich habe jetzt mal zusammengefasst, unter der Voraussetzung, dass alle Vorgeschlagenen mit ihren Vorschlägen einverstanden wären und Michelle und Marc auch für den BLB zur Verfügung stehen, habe ich nach Adam Riese und der Kombinatorik 7 Optionen. Das sind 3 Michelle-Optionen. Michelle im BLB und alternativ Robert, Nico oder Dietmar im WLB. Ich gehe jetzt mal da, es kam kein Nein von Michelle, oder habe ich das falsch verstanden? Ja, weiß er nur nicht, warum. Ja. Aber ich möchte jetzt nicht den Eindruck erwecken, als wenn mich das interessieren würde, wenn er das nicht weiß. Das wird er dann schon wissen. Ich glaube, im Moment geht es um den Vorschlag, den Moni eben gemacht hat. Das war WestLB Dietmar Nico in der Reihenfolge. Wir haben da noch mehr Optionen, klar, keine Frage. Nein, Also Dietmar, Nico, wer BLB, WLB. Also Nico im WestLB und Dietmar im BLB. Die habe ich auch hier stehen. Und dann gibt es noch 3 Optionen mit Marc. Ja, aber Moni, ich wollte mal alle zusammenfassen, ja, bevor man sich argumentativ auf eine gleich versteift. Nachher heißt, warum haben wir da nicht dran gedacht? Danke. Dietmar, du bist eh dran. Kurze Frage. Gab es nicht auch den Vorschlag von Nico zuletzt? Ich war da unaufmerksam, weil ich mit Grumpy gesprochen habe, dass Robert dann quasi Stellvertretung BLB machen würde? Oder? Nein. Entschuldigung, WestLB? Nein, Nico hatte, glaube ich, jetzt hier informell eben den Robert gefragt, ob er mit Monis Vorschlag leben könnte, weil er gar nicht wirklich berücksichtigt ist. Und es schien mir so von der Gestik und der Körpersprache, als wenn das durchaus in Roberts Sinne wäre. Ah, okay. Robert kann Körpersprache. Bitte ergänzt das im Wiki. Also wenn ich jetzt Monis Vorschlag nochmal, hätte ich für WestLB, wenn ich das richtig verstanden habe, Dietmar, Vertretung Nico, war richtig. Für BLB, da weiß ich jetzt die Reihenfolge nicht, da hattest du Michelle Grumpy vorgeschlagen. Robert ist ja mit der Personenaufteilung so einverstanden, weitere Vorschläge gab es nicht. Michelle, bitte dein Statement und Grumpy Statement, wer von euch überhaupt oder wer nicht und wer Erster oder Zweiter? Ja, er wird gewollt.
Er wird gewollt. Naja. Also ich sehe mich da nicht. Ich habe das Ende der Diskussion abwarten wollen, in der Hoffnung, dass eventuell noch irgendwelche Argumente kommen. Aber ich sehe mich weder in dem Thema und ich glaube auch nicht, dass man vergleichen kann, das Bugfixen der Landessatzung irgendwie mit einem BRW-Untersuchungsausschuss. Ich mag ein Trüffelschwein sein, aber ich sehe mich in die. Das bezieht sich eher auf Essen. Und von daher, also ich sehe mich in dem Thema leider nicht. Und ich habe ein bisschen die Befürchtung, wenn ich mich in dem Thema nicht wiederfinde, mache ich die Arbeit nicht so gut, wie ich sie machen könnte. Und deswegen würde ich mich da eher zurücknehmen wollen. Ja, Robert hatte sich dazu gemeldet und danach vielleicht dann Grumpy. Also wir können auch folgenden Vorschlag machen. Grumpy macht BLB und dann bin ich der Stellvertreter. Das ist durchaus auch ein gangbarer Weg. Wenn Michel jetzt hundertprozentig da... Erstmal Grumpy, dann Joachim. Ja, also dann streichen wir Michel jetzt einfach raus. Jetzt kommt erst Grumpy, dann Joachim, bitte. Das war die Rednerliste. Ihr könnt tauschen, das macht Dietmar auch. Ja, also die Stellvertretung, warum die Stellvertretung vor der Ausschussbesetzung? Also ich würde jetzt einfach mal Schritt für Schritt vorgehen, erst mal gucken, wer überhaupt geht. Und dann Stellvertretung machen wir dann nachher separat. Das kann man wirklich nachher machen. Gut, jetzt redet der Grumpy. Ja, vielen Dank. Also ich traue mir dem BLB zu. Ich bin ja in einer sehr, ich sag mal, kann man auch so und da so sehen, luxuriösen Position mit dem Petitionsausschuss, der, wo ich sehr viel Zeit reinstecke, habe aber keine Hemmung, wirklich auch dem BLB ein bisschen aufzumischen, inhaltlich. Denn ich bin ja in meiner beruflichen Geschichte darauf gedrillt worden, ebenfalls Fehler zu finden in Geschäftsberichten, in wirklich Dokumenten, wo dann vielleicht mal Millionen anstelle Milliarden steht oder so. Das sind so alles so Kleinigkeiten und ich kann mich auch sehr schnell, behaupte ich jetzt mal, in Texte einfinden und in fremde Thematiken. Und egal ob stellvertretend oder führend, ich hätte da schon Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, gibt es weitere Wortmeldungen? Also dann hätte ich jetzt quasi zwei Pärchen, wenn ich das hier laut. Also es wären die Pärchen Dietmar erster, Nico zweiter bei WestLB und beim Bau- und Liegenschaftsbetrieb BLB wären das Grumpy als erster und Robert als Vertretung. Habe ich das so richtig interpretiert? Ja. Entschuldigung, Nico, hau rein. Ja, ich weiß nicht, also ich, da sind wir bei dem Punkt, beide HFA-Mitglieder im Untersuchungsausschuss. Ich weiß, wenn wir keinen, also wenn wir tatsächlich keinen anderen Interessenten haben, wird es auf die Lösung hinauslaufen. Ich weiß aber nicht, ob das dann HFA-mäßig fluppt. Also da würde ich nochmal schärferes Nachdenken nochmal anfordern, bitte. Danke, Nico. Ich habe jetzt als nächsten Joachim und dann den Dietmar. Also was die jetzt ist richtig. Ohne die Stellvertreter, die wir natürlich gleich im Anschluss dann auch festlegen, gibt es jetzt für die Besetzung der beiden Ausschüsse vier Optionen. Immer der erste ist BLB und der zweite ist WLB. Das wäre Dietmar Nico, Marc Robert, Marc Nico oder Marc Dietmar. Vier Optionen. Drei davon mit Marc. Die wollen die Option bleiben. Joachim. Dietmar, dann Simone. Wir wollen immer gleich. Also, ich, trotz aller Arbeitsbelastung, ich denke, natürlich muss der Stellvertreter auch immer auf der Höhe der Sache sein, weil er jederzeit möglicherweise auch mit einem entsprechenden Sachstandswissen in eine Sitzung beispielsweise rein muss. Das heißt, er hat eine ähnliche, zumindest von der Lesekapazität notwendige Belastung. Andererseits, was den HFA angeht, sehe ich
zumindest angesichts der derzeitigen Referentenlage, keine allzu großen Schwierigkeiten ist, auch parallel in dieser Konstellation und Ausgestaltung zu handeln. Danke. Danke, Dietmar. 5 Euro für Moni, bitte ich zu vermerken. Simone, zieh zurück, dann Nico, bitte. Auf die Bemerkung von Dietmar, da würde ich aus meiner Sicht widersprechen. Also meine Funktion als Stellvertreter wird das nicht ausfüllen, so wie du es beschreibst. Ich werde nicht ad hoc ersatzmäßig einspringen und allen Schriftverkehr als Stellvertreter mitlehnen. Also wer mich hier wählt, bekommt das definitiv nicht. Also falls man einspringen muss, werde ich eine Einarbeitungszeit in Anspruch nehmen und dann das gegebenenfalls machen. Aber diese Stellvertreterfunktion hat für mich keine Priorität in meinen Arbeitsabläufen. Danke, Nico. Ich habe als nächsten Michel, dann Frank auf der Rednerliste. Dann kommst du nach Frank dran. So, okay. Michel. Also mein Verständnis in so einem Fall von einem Stellvertreter ist ungefähr das, wie es auch bei einem Ausschuss hier wäre. Man ist so grob über das Thema informiert. Und wenn es dann wirklich darum geht, dass man jemanden ersetzen muss, dann gibt es ja auch für den Untersuchungsausschuss, da gibt es ja sogar einen extra Mitarbeiter für, da gibt es eine extra Stelle für, wo man dann gebrieft werden kann und wo man sich dann entsprechend auf die Sitzung vorbereiten kann. Ich halte es auch nicht für sinnvoll, genauso wie ich das hier bei den Ausschüssen, wo ich Stellvertreter bin, auch nicht habe, dass man über jeden einzelnen Antrag und jeden Beratungsschritt informiert ist, weil dafür ist das einfach zu viel Arbeit, dafür, dass man hinterher nicht hingeht und das quasi verpufft. Also wenn man wirklich irgendwo zum Einsatz kommt, sollte man grob über das Bescheid wissen, was da läuft, aber alles andere kann gebrieft werden. Danke, Michel. Als nächstes haben wir Frank, dann Robert, den ich eben anscheinend vergessen hatte. Entschuldigung. Ja, ich wollte eigentlich jetzt Robert Arbeit abnehmen, im Sinne von, dass ich ihn also viel lieber voll im HFA und im Kommunalausschuss sehen würde, anstatt jetzt noch mit einer, wie auch immer, mit Arbeitsbelastung verbundenen Stellvertreterstelle im BLB zu belasten, und würde mich gegebenenfalls selber anbieten, diesen Stellvertreter zu übernehmen, weil ich da eine gewisse Affinität zu Planungen habe, aber das ist dann eure Überlegung, Entscheidung, wie auch immer. Gut, ein neuer Name im Rennen. Der Robert kann ja direkt was dazu sagen. Ja, wie gesagt, ich... kein Problem. Ja, ich bin da für alle Möglichkeiten offen. Also das wird an mir... Ja, wir reden... Genau, aber wir reden hier über politische Arbeit gerade. Insofern wird das an mir nicht scheitern, da irgendeine Lösung hier zu finden. Aber ich denke auch, also mehr Arbeit wird so oder so auf uns zukommen. Wir haben jetzt die Chemie-Enquete, es werden noch 2-3 andere Enquete-Kommissionen bestimmt kommen. Wir werden uns nicht davor sperren können, auch unsere Arbeitsweise, unsere persönliche zu überdenken und effizient arbeiten zu müssen. Und da will ich das aufgreifen, was Michel gesagt hat. Da sind 1,5 Stellen für so einen Ausschuss nochmal natürlich vorgesehen. Und wir brauchen auch verdammt gute Referenten. Und ich sehe das wieder Nico ähnlich, dass ein Stellvertreter sich da jetzt voll einarbeitet, von vorne bis hinten, und den gleichen Leseaufwand hat, das wird hier, glaube ich, von kaum einem zu bewerkstelligen sein. Wir sind nur 20 Abgeordnete und müssen alle Ausschüsse unter einen Hut bekommen. Und da ist niemand irgendwo mal der Dritte oder der Vierte oder der Fünfte als Ausschussmitglied und kann es ruhiger angehen lassen. Wir sind alle schon voll arbeitstechnisch drin. Insofern denke ich nicht, dass ein Stellvertreter den Anspruch erheben muss oder haben soll, sich da voll und ganz einarbeiten zu müssen. Also wir müssen auch ein bisschen schauen, dass wir nicht alle im halben Jahr mit einem Burnout irgendwo in der Ecke liegen. Gesundheit. Ich habe jetzt niemanden aktuell auf der Rednerliste. Sollen wir das jetzt mal einfach als praktikabler Vorschlag einzeln wählen? Wir haben ja jetzt mehrere Leute, die sich sowohl als Erster jeweils in dem Ausschuss wie auch als Zweiter in dem Ausschuss zur Verfügung stellen. Der Michel darf zu Wahldingen natürlich immer einen Vorschlag machen. Okay.
Ich möchte kurz die schriftliche Wahlordnung vorstellen. Sie ist 7 DIN A4 Seiten lang. Nein, genau, 1,04 Meter ist sie lang. Also, nein, mein Vorschlag wäre, ich glaube, die geheime Wahl der einzelnen 4 Posten dauert wesentlich länger, als wenn wir sagen, ich sehe im Moment jetzt einen Konflikt, wenn ich das richtig so mitbekomme in diesen ganzen Gesprächen. Alles andere ist ja bis jetzt zumindest nicht irgendwie hier in Frage gestellt worden, wenn sich die beiden, die hier für BRB als Stellvertreter, okay, jetzt ist da gerade das Netzwerk, okay, die sich da als Stellvertreter zur Verfügung stellen, dass die sich einfach vielleicht kurz einigen, weil dann wäre es wesentlich einfacher, dann können wir es nämlich einfach abstimmen. Der Robert möchte hinweisen. Genau, es ist natürlich so, das sollten wir halt auch berücksichtigen. Es gibt natürlich viele Themenüberschneidungen, die Bereich WestCB und BRB von der Grundthematik betreffen, die auch im HFA auflaufen. Insofern ist die Doppelbelastung nicht so hoch, wie vielleicht, oder nehme ich an, wie vermutet. Und da möchte ich aber noch mal ganz klar sagen, also bevor wir jetzt hier eine Wahl machen, sage ich, dann soll Frank das machen. Das ist jetzt hier. Ja, komm, Frank sagt genauso, bevor wir hier eine Wahl machen, macht Münze. Er das. Also genauso, du hast gesagt genauso. Entschuldigung, Nico war dran. Also wenn... Nein, nein, pass auf. Wenn das von wegen Überschneidungen, wenn das... Wenn es hilft, wenn es denn hilft... Und Robert sagt hier mit Überschneidung und die Prioritätensetzung ist klar, dass Robert HFA mit erster Prio macht und seine und eine Stellvertreterfunktion nicht einschränkt. Kann Frank auch BLB-Stellvertreter machen und Robert macht Stellvertreter WestLB. Ja, bevor das hier in irgendwas hier ausartet, wäre das auch vollkommen okay. Irgendwie. Gut. Wir kommen langsam in Joachims Geschichte mit den verschiedenen Variationen. Robert. Die Würfel sind gefallen. Genau. Das ist, ja, ich habe Kopf genommen und Zahl hat gewonnen. Gut, also dann hätten wir jetzt als Aufteilung WestLB immer noch Dietmar Nico und als BLB-Aufteilung immer noch Grumpy oder beziehungsweise Grumpy und dann jetzt neu mit Frank. Das war das, was ich jetzt da... Nico, bitte. Würdest du denn WestLB dann machen wollen? Ich stelle mich dazu zur Verfügung, aber ich renne jetzt nicht hinterher. Okay. Also... Moni, bitte. Ich möchte dazu noch mal sagen, was der Oliver sagte. Es kommen noch viele, viele Sachen. Und wenn da noch was kommt, wo wir noch mal einen aus dem HFA brauchen, dann wird das ein bisschen bitter eng. Also ich würde tatsächlich in diesem Fall nicht dich als Person meinen, und, ne, aber ich fände es gut, wenn wir da noch Ressourcen hätten, auf die wir gegebenenfalls hier noch mal zurückgreifen könnten. Richtig. Ich bin hier nix. Dietmar, bitte. Ich verstehe Monis Bedenken, absolut. Aber? Nur, erstens, im Moment haben wir jetzt nichts in Sicht, jetzt was diese HFA-Expertise, sag ich mal, unbedingt in Anspruch nehmen würde. Und darüber hinaus sehe ich es als relativ unproblematisch an, wenigstens doch im Bereich der Stellvertretung eine Auswechslung gegebenenfalls vorzunehmen. Nee, Stellvertreter, wenn ich das richtig gesehen habe im Untersuchungsausschussgesetz, werden die Stellvertreter nicht gewählt. Nur die ersten, also die ordentlichen Mitglieder. Gut, danke Dietmar. Wenn ich meine eigene Schrift hier noch lesen kann, habe ich jetzt für WestLB Dietmar Robert in der Reihenfolge. Das war jetzt was zuletzt. Und BLB Grumpy und Frank in der Reihenfolge. Habe ich das falsch verstanden? Gut. Ich habe das jetzt so verstanden, dass wir aktuell für die WestLB Dietmar und stellvertretend weiterhin Nico und für die BLB Grumpy und stellvertretend Frank und Robert als HFA-Joker erstmal auf Reserve läuft. Nico?
hatte das gerade andersrum verstanden. Ja, das ist so ein Problem. Herr Dietmar? Korrektur meiner, also nach, auch die stellvertretenden Mitglieder werden vom Landtag gewählt. Lassen wir da jetzt mal eben fünf Minuten Beratung oder ein paar Minuten Beratung. Kann man nicht die Stellvertreter separat machen, dass wieder Kopf und Arsch rein? Mir ist das. Ich habe da keine Aktien drin. Moni, bitte. Okay, das ist Tagesordnungspunkt 7, Abzeile 339, Chemie-Enquete. Wenn man einen Chemiebaukasten hat, ist vorne. Olli. Ja, ich nehme mal an, wir brauchen da auch jemanden und vermutlich zwei Stellvertreter. Ich habe dazu ja die Rede gehalten. Ich muss auch gestehen, dass das Thema sehr interessant ist, mich auch durchaus interessiert. Ich würde mich auch gerne als Stellvertreter bewerben. Ich denke mal, das, was ich da über Standortfaktoren weiß und sowas, kann ich auch in 3 Stunden jemandem locker und auch in 2 Stunden jemandem locker erklären. Dann bin ich mein Wissen los diesbezüglich. Ist natürlich so, Chemie-Enquete ist eigentlich wirtschaftslastig und umweltlastig gedacht von den Grünen. Also sowohl Wirtschafts- als auch Umweltpolitik ist da drin, Strukturpolitik ist von den Grünen in dieser Enquete nicht ganz so vorgesehen. Das ist das, was mich daran interessiert. Ich habe natürlich nachgedacht. Ich würde zwar theoretisch durchaus auch das ordentliche Mitglied machen, aber ich habe natürlich dann strategisch nachgedacht und mir überlegt, da kommen ja noch 4 Enquete-Kommissionen und eine davon könnte, ich weiß nicht, ich würde jetzt sagen mal 50-50 Chance, könnte von der FDP Logistik sein. Wenn ich jetzt 2 vor mir hätte und sagen würde, ich würde gefragt werden, was würdest du lieber machen, Chemie-Enquete oder Logistik, würde ich natürlich Logistik nehmen. Und wenn es eine ÖPNV gäbe, würde ich natürlich noch lieber die nehmen. Aber insofern, wenn ich jetzt Chemie-Enquete mache, ist natürlich gut. Muss natürlich irgendjemand anders Logistik machen, dann ist Tauschen irgendwie schlecht. Insofern Stellvertreter gerne. Ich mache bei Olaf ja schon eine Enquete-Stellvertretung. Da war ich auch schon 2-mal dann stellvertretend, tatsächlich auch im Ausschuss. Ich verfolge auch die Sachen, die da geschehen und bin auf dem Laufenden, ohne dass ich mich ständig einarbeiten muss, ohne dass ich gerade diese wöchentlichen Sitzungen mitmache, außer Olaf ist mal nicht da. Genauso würde ich das bei Chemie-Enquete handhaben, also da tatsächlich auch mitzumachen, aber halt in dem Sinne, dass ich weiß, was ist gerade los. Danke, Olli. Also Kai, du möchtest sprechen? Ja, vom Anforderungsprofil her würde ich mich da sehen. Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher, ob ich da... Ich hab tatsächlich die Schnittstelle Umweltwirtschaft. Das ist exakt meine Schnittstelle, die ich da habe. Ich bin mir aber nicht sicher, ich wüsste ganz gerne von Olli, ob in seiner Glaskugel noch was drinsteht über die anderen Enquets, die danach kommen könnten. Was ist denn unsere? Meine Glaskugel, wenn ich das kurz sagen darf, meine Glaskugel ist nicht ganz so kompliziert, das ist die Parlamentsdatenbank. Okay. Die FDP hat bereits in der letzten Legislaturperiode einen Antrag zur Einrichtung einer Enquete-Kommission Logistik gestellt und das war aber kurz vor den Neuwahlen. Diese Enquete ist nie konstituiert worden. Deshalb gibt es die auch nicht mehr. Es wird allgemein immer mal wieder darauf angespielt, wann denn die FDP endlich mit ihrer Enquete-Logistik kommt, weil, glaube ich, alle Fraktionen die gerne hätten, aber niemand möchte seine Enquete dafür ausgeben. Ich kann nicht einschätzen. Also Herr Rasche hat so getan, als ob die noch kommt, aber ich kann es nicht einschätzen, weil es liegt natürlich auch, könnte auch sein, dass die FDP sagt,
warum sollen wir jetzt Logistik machen? Wir haben ein tolles anderes Thema. Also. Danke, Olli. Ich könnte mir halt vorstellen, dass Energiewende auch noch ein Thema sein könnte. Von daher, ich bin mir da unschlüssig, was diese Enquete betrifft. Aber natürlich, wenn die Fraktion sagt, ich soll das machen, dann würde ich das tun. Vielleicht kleiner Hinweis, so eine Enquete geht ja meistens nicht die ganze Legislaturperiode, wenn ich das so richtig erinnere, ne, sondern geht immer, ne, also vielleicht ergibt sich durch den zeitlichen Ablauf da schon eine Lösung. Ich habe jetzt Lukas Damoni. Der mich freut ist, dass der Kai seine Eignung selbst erkannt hat, sonst hätte ich dich nämlich vorgeschlagen. Ich halte dich wirklich für unglaublich gut prädestiniert, halt genau für diesen Bereich, weil du eben diese Schnittmengen vereinst. Diese Enquete wird sehr grünenlastig. Es wird häufig um Nachhaltigkeit und Umweltschutz gehen. Das ist ja auch quasi, diese Enquete-Kommission ist so ein bisschen das Projekt vom Herrn Markert. Und ich habe gehört, du hast einen sehr guten Draht zu ihnen. Insofern könnte es da auch sehr positive Synergieeffekte geben. Und ich freue mich halt, oder ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du das machst. Ich denke, da könntest du dich echt austoben. Danke, Lukas. Die Moni war als Nächste auf der Rednerliste. Ja, um dir die Befürchtung zu nehmen. Ich denke, wenn wirklich dieser Fall eintritt, dass es dann eine Enquete gibt, die tatsächlich zeitgleich mit dieser dann um Energie geht, dann kann man ja immer noch in dem Moment überlegen, wie man damit umgeht. Aber deshalb jetzt zu sagen, ich mache das nicht, finde ich ausgesprochen schade. Und ich würde das auch gerne unterstützen und dann halt als Vertreter vielleicht jemand aus dem Umwelt, keine Ahnung, dazu. Ach, Olli hatte das. Nee, dann wäre das ja geklärt. Wunderbar wäre das, fände ich. Gut, also so wie ich das sehe, ist jetzt als ordentliches Mitglied als einziger Kai vorgeschlagen und als Stellvertreter als einziger Oliver. Laut Geschäftsordnung ist das eine Personenwahl. Der Michel recherchiert das nochmal. Michel nimmt nochmal kurz die Regeln auseinander. Ich fände es ganz charmant, wenn wir, glaube ich, da es jetzt... ich fände cool, wenn wir das einfach per Handzeichen bestimmen können. Ich glaube, das wäre sinnvoll. Jetzt ist für mich natürlich ein bisschen doof. Wir sollten die Kollegen zumindest darüber informieren, dass wir jetzt darüber abstimmen wollen. Könnte das jemand mal kurz tun? Bevor wir jetzt abstimmen, ich fände das die Chemie-Enquete mit Kai als ordentlich vorgeschlagen und Olli als Stellvertreter vorgeschlagen. Aber Chemie-LK hat sie gehabt. Chemie-LK hat sie gehabt. Okay. Es steht ja nicht einzeln. Wir können das im Chor machen. Gut, der Michel hat nochmal nachgeschaut. Wir würden jetzt gerne die Chemie-Enquete bestimmen mit Personen. Dazu gibt es als ordentliches Mitglied vorgeschlagen den Kai und als Stellvertreter den Oliver Bayer. Und laut unserer Geschäftsordnung sagt der Michel, müssen alle anderen, also wenn wir nicht geheim wählen wollen, müssen alle anderen erklären, dass sie... ja? Gut. Egal, also müssen alle erklären, dass sie damit einverstanden sind und selber nicht diesen Job haben wollen. Na, Dietmar. Also wenn da jetzt steht, dass wir geheim wählen müssen, dann könnten wir auch kurzerhand diesen Satzungsteil ändern. Und zwar jetzt. Wir sind... Damit genau das nämlich nicht passiert. Wir könnten aber auf Form und Fristen einstimmig verzichten. Also. Anwesende Fraktionsmitglieder. Das ist eine ordnungsgemäße Fraktionssitzung, bei der Anwesenheitspflicht besteht.
Und die sind alle da. So gesehen sind wir hier, wir sind voll beschlussfähig. Der Michel organisiert uns, glaube ich, gerade Wahlzettel. Entschuldigt bitte mal, wenn es keine anderen Kandidaten gibt und beide Kandidaten sagen, so soll es geschehen, bitte, was soll ich da noch wählen? Soll ich dann irgendjemanden eventuell nicht wählen, sodass er gar keine Stimmen kriegt oder wie? Ach Leute. Es gibt jetzt gleich 20 Zettel, da steht dann drauf Ja oder Nein. Das können wir dann gleich ankreuzen, nicht ankreuzen, nein ankreuzen, beides ankreuzen, ungültig machen, whatever. Die bringt ja Michel gleich mit und gut ist. Robert. Wenn wir jetzt eine schriftliche Wahl oder eine geheime Wahl durchführen, dann wäre es vielleicht sinnvoll, weil immer noch nicht klar ist, ob Nico oder ich stellvertretendes Mitglied machen sollen. Wir haben es gesagt, da muss halt gewählt werden. Dann lass uns das doch irgendwie auf einem Wahlzettel in einem Abwasch machen, wenn da keine Bedenken bestehen. Dann haben wir das zeitlich... Ja, ist die Frage, ist das tatsächlich eine Personenwahl gemäß Satzung? Ist das überhaupt eine Wahl gemäß Satzung? Denn wir bestimmen hier Mitglieder von Kommissionen oder Ausschüssen, so wie wir es ja auch in zurückliegender Zeit getan haben. Das heißt, letztendlich könnte diese Bestimmung der Mitglieder, so wie es nämlich auch gefordert ist, wir bestimmen die Mitglieder, per Akklamation erfolgen. Es ist keine Wahl, meines Erachtens, nötig. Ich fände das toll, wenn wir einen Schornstein hätten. Kai, dann Ingo. Ich behaupte mal, in der Zeit, in der wir das hier diskutiert haben, haben wir die Zettel ausreichend oft gedruckt. Das Schöne ist, wir können ja noch so lange diskutieren. Genau. Ingo, bitte. Ich hatte das heute Morgen bei einer anderen Gelegenheit schon mal mit einem pragmatischen Vorschlag versucht. Und nennt mich Spieß, aber ich probiere es jetzt wieder. Also ich stelle fest, wir sind 19 MDLs hier, das heißt mehrheitsbeschlussfähig auf jeden Fall. Die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand anschließend protestiert und die Wahl anficht, ist gering gleich null. Und von daher einfach wählen. Punkt. Naja, man kann ja auch mal Hand, dann ist fertig. Man könnte das auch umgekehrt machen. Ist eigentlich irgendjemand gegen diese Vorschläge? Dann wird es natürlich interessant, wenn dann einer sagt, ja, ich eventuell... Hätte ich jetzt mal den Daniel auf der Rednerliste. Also ich teile sowohl Dietmars als auch Ingos Meinung, dass wir haben das auch bislang immer so gehandhabt, wenn wir eben einen passenden Kandidaten haben, dann haben wir alle gesagt, ist schön, machen wir so. Wenn wir jetzt aber uns dazu entscheiden sollten, dann tatsächlich geheim mit einem schönen Abstimmzettel zu wählen, dann bin ich ganz nah bei Dirk, und zwar gibt es dazu tatsächlich dann gar keine Alternative. Dann führen wir ein Scored Voting durch, also ein Wahlzettel, den der Michel möglicherweise jetzt macht mit Ja und Nein, sieht unsere Wahlordnung nicht vor an der Stelle. Ja, aber es gibt ja mindestens in einem Fall mehrere Kandidaten, wie wir gerade ja festgestellt haben. Also von daher, lass uns bitte einfach ein Handzeichen, dass ihr die Hände heben und dann können wir weitermachen. Danke, Daniel. Die Moni ist dran. Ja, ich kann das nur ergänzen. Wenn wir das jetzt machen mit der geheimen Wahl, dann zweifle ich alle Personenwahlen, die wir bisher so bestimmt haben, einfach an und wir wählen die alle neu. Ja. So. Okay, das sind Optionen, die sind gar nicht so... Ach, schon gut. Nee, gar nicht so schlecht. In vielen Fällen gar nicht so schlecht. Simone, bitte. Wenn wir jetzt gerade auf Michel warten, mit der Erwartung, dass er jetzt mit oder ohne Zettel hier reinkommt, darf ich zwischendurch mal ganz kurz was ganz anderes fragen? Oder gut. Ich würde einfach mal fragen, vor allem die Leute, die im Bereich Recht und Innen sind, der Antrag Abschaffung der Optionspflicht soll ja federführend den Integrationsausschuss sehen. Sieht einer dieses Thema untergeordnet noch in einem seiner Ausschüsse? Da gibt Optionspflicht, es geht um diese doppelte Staatsbürgerschaft. Nach innen muss es auf jeden Fall. Innen? Haupt. Haupt. Ja, klar.
Also Innenausschuss und Hauptausschuss. Eher nicht innen. Staatsangehörigkeitsrecht ist innen. Ja. An okay. Der Stelle vielleicht noch eine kleine Info an der Stelle. Also wir haben mal darüber gesprochen, halt auch im Ältestenrat, dass wir dieses Exzessive in 1000 Ausschüsse überweisen, so ein bisschen wirklich überlegen, weil dann sagen, wird dann wieder gesagt, nee, da müssen die sich mit beschäftigen und die machen da. Und dass man einfach da ein bisschen genauer überlegt und nicht so immer so einen Rundumschlag macht mit den Ausschüssen. Ich glaube, da erleichtern wir uns alle so ein bisschen die Arbeit mit. Schieben ohne Votum. Sehr schön. Hallo Frank, du bist dran. Ja, also Staatsangehörigkeitsrecht ist Innenausschuss, Hauptausschuss eigentlich Bundesangelegenheiten, glaube ich, die vom Bund nach hier kommen, nicht welche, die wir in den Bund schieben. Aber wenn, dann die beiden, ne? Entschuldigung, das war meine Wortmeldung. Danke, Frank. Michelle schreibt nach der Nummer Nico Braun. E1A17. Telefonnummer. Achso. Einmal kurz 4, 6 und 8. 4, 6 und 8 einmal. Und dann? Oh. Sprichst du mit dem Michelle? Über eine Schneewehe gefunden. Da eine Maßgabe, ne? Herr Düngel, bitte zum Telefon. Herr Düngel, bitte. Ich habe vielleicht mal. Nein, ich habe mal vielleicht einen kleinen Vorschlag, wie wir dieses Dilemma auch satzungstechnisch sauber lösen können. Dirk, bitte, und ich bitte die Nebengespräche so ein bisschen einzustellen, sonst ist das für den Sprechenden total ätzend. Also ich habe jetzt noch mal einen Vorschlag, wie wir die Sache vielleicht satzungsmäßig sauber lösen können. Also die Wahlordnung sieht halt vor, dass für Wahlen zu Ämtern, die über das Versammlung hinaus bestehen, bla bla bla. Die Frage ist halt überhaupt, ist das ein Amt, das diese Wahlordnung vorsieht? Das ist eine Auslegungsfrage. Wollen wir dieses Amt so auslegen oder nicht? Und über Auslegung entscheidet die Fraktionsversammlung. Und wenn wir jetzt beschließen, dass wir das so auslegen, dass es das Ausschussarbeit kein Ämter im Sinne der Wahlordnung ist, dann ist das so. Fertig. Mir ist das brausig. Übrigens, das entscheidet die Fraktionsversammlung gemäß § 19 der Satzung. Also von daher, das wäre dann auch sauber. Gut. Vor allem könnte man das hinterher auch in die Geschäftsordnung aufnehmen. Dann wär's, aber das ist, über jetzt, können, solange wir die noch nicht haben, ist es kein Problem. Ich kann das jetzt auch gerne als Antrag formulieren. Vielleicht, wenn der Protokollant mitschreibt. Ich beantrage. Ich muss mal kurz irgendwie auf die Wahlordnung gehen. Na komm. Oh, jetzt hängt er. Ich dreh durch. So, da. Die Besetzung von Ausschüssen nicht zu Ämtern gemäß § 3 Absatz 1 der Wahlordnung gehört. § 3 Absatz 1 der Wahlordnung. Moment, ich muss mal kurz überlegen. Ich formuliere es nochmal um. Warte mal, ich schreibe mir sowas auf. Ja, ich formuliere es nochmal um. Diskutiere jetzt mal weiter.
Ich habe nichts zum Weitermachen. Quasi. Ja. Ja, Simone, oben. Toll, dass man so still mal ausmachen kann. Das hat er auf Twitter gefragt, das hättest du schon vor einer Stunde. Ich schreibe ihm was. Der Michel möchte bitte wieder runterkommen. Bepanthen habe ich jetzt nicht mit, aber das ist auch gutes Zeug. Es gibt auch ganz viele andere Marken übrigens. Ja, ja, genau. Perfekt, danke schön. Gerne. Sag mir mal kurz die Zeile, wo du es eingetragen hast. 47. Oder mit Globuli werfen. Gut, also ich kann den Antrag so verstehen, daher gehe ich davon aus, dass alle anderen den auch verstehen. Ich möchte alle bitten, ihre Aufmerksamkeit auf Zeile 347 im Fraktionssitzungspad von heute zu werfen. Der Dirk beantragt, dass die Fraktion gemäß § 19 Absatz 3 der Satzung der Fraktion feststellt, dass die Besetzung von Ausschussämtern nicht zu den zu wählenden Ämtern gemäß § 3 Absatz 1 der Wahlordnung der Fraktion zählen. Wer diesem Antrag so zustimmen kann, den bitte ich ums Handzeichen. Nein. Nee, du wirst Namen schreiben müssen. Nee, das stimmt auch nicht. Wer seinen Namen sieht, kann die Hand übrigens schon runternehmen, befürchte ich. Nicht, dass hier rechte Hand hochhalten Mode wird bei uns. Ich reagiere bei Martin. So, wer sich dagegen ausspricht, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Wer dem Antrag explizit nicht zustimmen möchte, also dagegen stimmen möchte, sehe ich nicht. Wer möchte sich enthalten? Dann ist dem Antrag so. Noko finde ich auch einen schönen Namen. Genau, ab 2.30 Uhr des Nachts kommt der Noko in seiner Karaoke-Bar auf die Bühne und hinterher lässt seinen Hut rumgehen. Oro-Noko-Flow, das goldene Bier. Genau, singt den Oro-Noko-Flow. Dementsprechend ist der Antrag angenommen. Dann kommen wir jetzt erstmal zu Tagesordnungspunkt 7 zurück. Abstimmung über die Enquete-Kommission Chemie, wenn ich... Wie heißt sie genau, Oliver? Heißt sie Enquete-Kommission Chemie einfach? Oder? Wir wissen auf jeden Fall alle, was gemeint ist. Als ordentliches, Dankeschön, Chemiestandort NRW. Als ordentliches Mitglied ist der Kai Schmalenbach vorgeschlagen, als Stellvertreter der Oliver Bayer. Wer dem seine Zustimmung geben möchte, ich denke, da wir jetzt die Wahlordnung ja entsprechend an der Stelle so geändert haben, können wir auch beide zusammen wählen. Weil was anderes haben wir jetzt nicht mehr da drin stehen. Wer dem so zustimmen kann, dem bitte ich um das Handzeichen. Das ist einstimmig. So, dann kommen wir jetzt zu Tagesordnungspunkt 5.6 zurück. Das ist das mit dieser Zeitreise gemeint, ne? Wir praktizieren das, genau. Einfach mal machen. Da ich jetzt... nicht die Gespräche, die außerhalb des Saales stattgefunden haben, mitbekommen habe, hätte ich gerne von einem der Teilnehmer gewusst,
wie sich bis jetzt geeinigt worden ist oder auch nicht. Jaroslav, du hattest eine Frage. Nö, das ist nicht schlimm. Nein, es gibt immer mal jemand, der kurz draußen ist. Kann er nicht mehr nachträglich. Nein, nicht dazu schreiben, bitte. Er war einfach nicht da. Punkt. Ich hätte jetzt gerne, Robert, möchtest du das eben erläutern, was ihr besprochen habt bis jetzt? Also recht unstrittig ist, dass Guampi und Frank auch in der Reihenfolge den BLB machen und WestLB macht Dietmar auf jeden Fall. Die Frage ist halt, es gibt halt viele Gründe, die für das eine oder das andere sprechen werden. Stellvertreter macht WestLB. Okay, wir fangen mit BLB an. Genau. Genau, der andere hat nämlich Zeit. Also BLB war als ordentliches Mitglied Guampi. Und als Stellvertreter Frank. Kein Widerspruch. Dann bitte ich um das Handzeichen, wer dem so zustimmen kann. Ihr dürft euch auch selber wählen, bitte. Könnt ihr das bitte machen? Du stimmst für Frank und du stimmst für... Es ist für Jaroslav erheblich einfacher, da einstimmig hinzuschreiben. Stimmt. Ja, es ist viel einfacher aufzuschreiben. Ja. Du wählst jetzt den Frank. Ja. Danke! So, jetzt WestLB. Das ordentliche Mitglied war bis jetzt unstrittig, habe ich verstanden? Gut, dann wählen wir jetzt erst das ordentliche Mitglied für den WestLB-Untersuchungsausschuss. Ja. So, als einziger Vorschlag ist mir hier Dietmar bekannt. Da bitte ich um das Handzeichen, wer dem zustimmen kann, den Dietmar als ordentliches Mitglied, als unseren Vorschlag für das Plenum, weil gewählt werden. Genau. Vorratsbeschluss. Danke. Einstimmig. Danke. Nee, das ist gut. Der Dietmar hat mit dem Jaroslav vollstes Verständnis, für den Jaroslav vollstes Verständnis. Genau. So, falls der WestLB-Untersuchungsausschuss kommt, bräuchten wir dann nicht nur ein ordentliches, sondern auch noch ein stellvertretendes Mitglied. Ist ja so lieber, Michel. Danke. Wir würden dann vorschlagen, einmal den Robert oder den Nico. Das müssen wir heute nicht klären. Also ihr wollt euch einfach da noch ein bisschen drüber besprechen. Ansonsten, man ist ja auch nicht schlimm, wenn man wählt und mehr als eine Option hat. Das ist ja das mit dieser... Das ist das mit der Kampfabstimmung, ne? Erstmal Simone, Entschuldigung. Aber das sollte nicht entscheiden. Vielleicht sollten sich die beiden das nochmal überlegen, sacken lassen. Und das nächste Woche vielleicht haben wir dann, dass die beiden sich einigen können, ohne dass wir jetzt eine Kampfabstimmung machen. Des Weiteren wollten wir eigentlich ab 12.30 Uhr, glaube ich, eine geschlossene Sitzung machen. Also die Zeit drängt ein wenig. Deshalb, bevor wir das jetzt noch eine halbe Stunde diskutieren, wäre schön, wenn wir... Das, was wir noch vorhaben, da vielleicht langsam einsteigen. Wir müssen übrigens nur formal halber noch über den geschlossenen Teil abstimmen. Das haben wir noch nicht getan. Ich habe noch Daniel und Nico auf der Rednerliste. Ja, ihr mögt mich steinigen, aber für den Fall, dass es keine Einigung an der Stelle gibt, wer den Vertreter macht, beantrage ich schon jetzt eine geheime Abstimmung darüber. Wenn es eben mehrere Kandidaten gibt. Und bitte gleichzeitig darum, ihr wisst ja dann, ob es eine Einigung gibt. Ich vermute, wir werden es heute nicht mehr wählen, dass wir dann vorbereitete Stimmzettel nächsten Dienstag dann da haben. Kann doch jeder noch spontan sagen, ich will auch. Ja, man kann zum Beispiel auch einfach alle 20 Abgeordneten draufsetzen auf Stimmzettel. Gut. Danke. Ich habe den... Hallo. Wir machen das mit dieser Rednerliste. Wer reden möchte, bitte aufzeigen. Auch wenn man nicht nur für mich gibt es quasi eine Liste, eine Rednerliste. Danke, Michel. Nico. Danke. Nur zu dem Argument Kampfabstimmung, das sollte keine Kampfabstimmung sein. Robert und ich sind uns eigentlich einig. Es gibt halt für und wider. Ja, und wir wollten tatsächlich der Fraktion einfach die Wahl lassen, wen sie lieber da, wo sie sagen, macht mehr Sinn, weil wir wollten uns das da nicht anmaßen. Für uns ist das beide okay, ja, gar kein Beef oder ne, gar kein großes Ding. Wir wollen es halt nur nicht sozusagen hier der Fraktion jetzt sagen, so, das ist es, sondern tatsächlich sagen, hier, wie seht ihr das? Und ja, einfach abstimmen lassen. Also keine Kampfabstimmung da im Raum.
Danke, Nico. Ich habe als Nächsten den Olaf, dann den Robert. Okay, weil ich jetzt die GO an der Stelle nicht genau kenne, kann auch sein, dass ich jetzt Blödsinn rede, aber bei der Enquete-Kommission ist einfach so, dass es keine Begrenzung der Vertreter gibt. Von daher sind wir sogar mit zwei Vertretern in der Enquete-Kommission. Wäre das nicht vielleicht eine Option, dass beide den Vertreter machen? Zumal das ja auch für den Fall, dass jemand ausfällt, eine ganze Menge mehr Flexibilität mit sich bringt, wenn dann nicht unbedingt einer gezwungen ist, einzuspringen, sondern dass man sich da an der Stelle eventuell sogar noch absprechen kann, wer für den anderen einspringt. Hat ja auch immer was Terminliches zu tun. Also bei uns in der Enquete-Kommission, uns hat das sehr geholfen, dass wir zwei Vertreter drauf haben. Danke, Olaf. Ich habe als Nächsten den Robert. War das jetzt bezogen darauf, dass Nico und ich beide uns zur Verfügung stellen? Also es geht mir nicht darum, hier irgendwie so ein Pöstchen oder irgendwas abzugreifen, dem Nico auch nicht, sondern es geht einfach um die Argumente, die hier gefallen sind. Es geht auch, glaube ich, Nico und ich gehe mal davon aus, würden hier beide als Stellvertreter gewählt werden. Es geht jetzt einfach nur um die Argumente, die im Umlauf sind. Die sollt ihr quasi bei dieser Wahl bewerten und dann euch eben aufgrund der Argumente dann entweder dementsprechend für Nico oder mich entscheiden. Ich glaube, es geht hier nicht darum, hier irgendjemanden besser zu finden für das Thema oder so. Ich denke, da sind wir beide gleich geeignet. Es geht einfach nur darum, wirklich, Moni hatte Bedenken geäußert, dass dann zwei aus dem HFA dort involviert sind. Nico und ich haben eine ähnliche Auffassung von der Stellvertreterrolle und ich gehe sogar so weit und sage, viele Themen, die dort im Westerbier und BLB anlaufen, sind auch irgendwie im HFA unterwegs. Dort gibt es natürlich auch sowas wie Synergieeffekte. Wir haben da Argumente in die und die Richtung und das war eigentlich mehr eine Bitte darum, hier eine Wahl ablaufen zu lassen, damit auch diejenigen, die es nicht zuhören, dann eben nicht die Person wählen, sondern über die Argumente, die dort gefallen sind, eine Entscheidung treffen und das halt abwägen im Sinne der Fraktion. Danke, Robert. Weitere Wortmeldungen sehe ich jetzt nicht. Ich möchte jetzt gerne, dass die Fraktion entscheidet, ob wir die Wahl jetzt durchführen sollen oder nicht. Mir ist das ja, das ist ja davon unabhängig. Michel möchte noch was sagen, bitte. Ich versuche es sehr leicht zu machen und beantrage die Verschiebung dieser Wahl auf die nächste Sitzung. Gut, gibt es dazu Wortmeldungen? Robert, bitte. Ich begrüße das, denn ich denke, wenn wir alle noch mal eine Nacht darüber schlafen, vielleicht finden Nico und ich auch noch mal mit Monis Bedenken dann noch mal eine Lösung. Genau. Also eine Verschiebung würde ich auch begrüßen. Nico, bitte. Danke. Ja, wäre ich mit einverstanden. Wo wir jetzt aber gerade schon, ach, mir ist ja so ausgegangen, dabei sind, wäre jetzt da sozusagen auch der Rollenwechsel zwischen Dirk und Dietmar. Da müsste dann auch noch sozusagen einmal durch die Fraktion gehen. Ob das, naja, jetzt wo er nicht da ist, vielleicht, dann müssen wir das doch beim nächsten Mal dann machen. Aber das sollten wir dann nachholen, weil, ja, gut. Das ist dann sozusagen schon ein Antrag auf die Tagesordnung der Sitzung. Gibt es dazu weitere Wortmeldungen? Gibt es dazu Gegenrede, dass wir das direkt auf die nächste Tagesordnung packen? Sehe ich nicht. Dann denke ich, müssen wir da auch gar nicht weiter darüber abstimmen und können zum nächsten Tagesordnungspunkt kommen. Ist das so recht? Keine Widerrede, da muss ich jetzt ein bisschen scrollen. Doch, der Michel möchte noch was sagen, dann ran. Ich habe eigentlich nur eine Frage und zwar geht es darum, dass wir beim letzten Mal ja darüber geredet haben, Tagesordnungspunkte aus der vorherigen Sitzung immer zu übernehmen. Jetzt ist mir gerade aufgefallen, weil mir gar nicht so klar war, dass wir über BLB und Chemie-Enquete schon beim letzten Mal reden wollten. Nicht so wirklich bewusst, aber die Verteilung, Offenlegung von Ausschussgeldern haben wir beim letzten Mal schon drüber geredet. Da wurde gesagt, beim nächsten Mal gibt es dann den entsprechenden Bericht. Jetzt habe ich gerade mal geguckt. Letzte Woche haben wir unter anderem über die Diätenerhöhung geredet, die auch hier steht, Fortbildung und Abgeordnetenwatch. Wir haben allerdings auch geredet über Verfassungsänderung. Wir haben geredet über, was kann die Fraktion zum TDPA beitragen. Bei beidem steht als Kommentar, wir übernehmen das in die nächste Sitzung. Und wir haben das Thema mit dem Gendering, wo ja der Umlaufbeschluss nicht gültig ist, wo wir auch drüber reden müssten. Wo wir in unsere Satzung geschrieben haben, wenn Umlaufbeschlüsse ohne Beschluss entsprechend beendet werden, dann wird es automatisch in die nächste Sitzung genommen. Und auch das finde ich nicht auf der Tagesordnung. Also einfach die Frage,
fügen wir das dann noch ein, damit wir fürs nächste Mal eventuell das dann wieder vorliegen haben, weil irgendwann wollen wir das wahrscheinlich abarbeiten. Danke, Michel. Es ging so ein bisschen in die Richtung, was ich halt direkt am Anfang gefragt habe, ob die Tagesordnung entsprechend angepasst ist. Das konnte mir leider niemand sagen, deshalb konnte ich jetzt an der Stelle das nur top-down machen. In der Zeilenreihenfolge, mein Schatz. Ach, das ist der. Entschuldigung. Frage an die gesamte Fraktion. Wie wollen wir das demnächst handhaben, so wie wir es in der Satzung stehen haben? Macht es eventuell Sinn, dass sich jemand darum kümmert, diese Tagesordnung der Fraktionssitzung noch entsprechend dann vorzubereiten, aufzubereiten? Möchten wir das einem Fraktionsmitglied überlassen? Soll das ein Fraktionsangestellter tun? Das sind so Fragen, die sich da ergeben für mich. Michel. Also die Frage, die sich für mich ergibt, ist, wer macht das denn im Moment? Weil irgendjemand schreibt ja dann auch die Tops dahin. Und wir hatten uns ja darauf geeinigt, dass man die Tagesordnungspunkte möglichst früh da reinschreibt. Wir haben beim letzten Mal darüber geredet, dass es möglichst vorm Wochenende passieren soll und nicht mehr montags die Punkte für dienstags eingetragen werden. Bis jetzt bin ich davon ausgegangen, dass das ein Punkt für die Vorstandssitzung montags ist, die Tagesordnung für dienstags festzulegen. Vielleicht ist das auch eine Fehlannahme. Danke, Michel. Die Moni meldet sich direkt dazu. Ja, genau so ist es. Also ich mache das am Wochenende fertig im Normalfall und wir sprechen das am Montag einmal durch. Ich habe das im Grunde auch so gemacht. Der Björn kopiert mir die letzten Tagesordnungspunkte der letzten Sitzung da rein. Die finden im Normalfall zuerst statt. Heute war halt dieser Ausschuss vorne, weil ich das heute Nachmittag bestimmen muss. Wir haben außerdem gesagt, Anträge für Plenar gehen immer vor. Wenn du jetzt guckst bei Top 8, käme jetzt genau das, nämlich der Punkt mit den Ausschussgeldern. Und mit Birgits Umlaufbeschluss war nicht klar für mich, dass ich den wieder auf die Tagesordnung setzen muss. Also, ne? Okay. Also das war mir einfach nicht klar. Aber im Normalfall läuft das genauso, wie du das beschrieben hast, dass wir die Tagesordnungspunkte draufsetzen. Wir gucken, gibt es etwas, was wir vorziehen müssen, dann kommen die der Reihe nach dran. Den habe ich, tut mir leid, TDPA steht Top 10. Ja. Da habe ich drunter geschrieben, können wir am Freitag besprechen. Wenn wir eh über Themen sprechen, bietet sich an. Verfassungsänderung weiß ich, das kann ein Copy-Fehler sein. Aber im Normalfall, wie gesagt, Verfassung stand unter Bericht des Vorstandes ganz, ganz oben. Du meinst allerdings den Termin bei dem vor Gericht? Oder was meinst du? Das stand nicht als einzelner Top, sondern nur unter Top 1. Zeile 70. Wer fährt zu den Verhandlungen der Verfassungsklage? War das das? Die Nummerierung habe ich übrigens da reingemacht, falls das jemandem nicht gefällt. Ich bin da schuld. Und ansonsten hatte Nico eigentlich als nächster das Wort. Entschuldigung, Nico. Dann Michel. Ja, nur eine Anregung oder Vorschlag an den Vorstand. Ich hatte das schon mal angeregt. Ich habe ein Problem mit diesem Pads, dass sie im Nachhinein ja noch einmal verändert werden können und man teilweise nicht genau weiß, von wem der Eintrag stammt. Deswegen nochmal die Bitte, das dürfte auch keinen allzu großen zusätzlichen Arbeitsaufwand darstellen, wenn du diese vorläufige Tagesordnung, die du vielleicht auch dem Vorstand ja dann vorschlägst, einfach nochmal Copy-Paste in eine E-Mail setzt, die dann von dir kommt, wo man sich dann
den Text dann hat, der nicht mehr veränderbar ist, wo dann auch zu den einzelnen Tagesordnungspunkten angemerkt ist, wer der Antragsteller ist. Also wenn der Antrag nicht vom Vorstand kommen sollte. Und ansonsten, wenn ihr das oder wenn du das da draufsetzt, ist klar, dann kannst du im Zweifel auch was zu dem Tagesordnungspunkt sagen. Andere Tagesordnungspunkte wäre nett, wenn man den Antragsteller dann auch dazu hätte, damit man auch in der Sitzung weiß, dann wer das ist. Weil im Nachhinein haben wir sonst immer so Sachen, dann kommen noch Punkte dann hinten dran. Dann streiten wir uns drum, war das jetzt original drauf? Wer hat das da reingemacht? Wer soll eigentlich dazu sprechen und sowas? Weil das ist eigentlich, was in der Ausschussarbeit ganz sinnvoll ist, wenn man halt tatsächlich eine feste Tagesordnung hat zu einem bestimmten Zeitpunkt, die dann nicht mehr, wo dann nicht mehr rumeditiert werden kann. Also ich würde euch dann einfach auch darum bitten, durchgehend euren Namen dahinter zu schreiben, wenn ihr was in diese Tagesordnung setzt, dass wir gegebenenfalls auch nochmal nachfragen können. Das ist auch nicht immer der Fall. Ja, also zu dem Punkt eben zurück, es ging um Top 7, letzte Woche Verfassungsänderung, Ministerpräsidentin mit oder ohne Landtagsmandat, da ist der letzte Satz, das war dann das, was wir beschlossen haben, TO wird übernommen in die nächste Sitzung und es fehlt eben. Gut. Geht weiter. Okay. Also mein Problem und warum ich das jetzt auch sage, ist einfach, dass mir aufgefallen ist, wenn ich mir die Fraktionssitzung der letzten Wochen angucke, dann gibt es immer wieder Punkte, die da draufstehen und wo steht, das wird vertagt und dann wird das nicht übernommen. Und spätestens, wenn man das eine Woche lang nicht übernommen hat, ist es halt in Vergessenheit geraten. Und das ist dann sehr schade, weil da auch Dinge bei sind, wo ich das Gefühl habe, dass dann einfach irgendwas gemacht wird, ohne dass es Beschlüsse gibt. Gut. Dazu wird dann einfach irgendwie... Danke, Michel. Moniwitz, würde es dir was helfen, wenn wir das zusammen machen oder sowas, wenn wir da mit vier Augen drüber gucken? Frank? Ja, ich meine, ich finde das klasse, wenn halt jeder noch mal aufpasst beim Übernehmen der Punkte, kann es tatsächlich mal einen Fehler geben. Das ist dann halt eine Nachlässigkeit, ist klar. Sollte nicht passieren, aber ansonsten meine ich schon, dass die Punkte der vorangegangenen Sitzung, wir haben da auch gerade in der letzten Sitzung noch mal drüber gesprochen, auch sehr gewissenhaft übernommen werden. Wir werden es aber noch mehr anstrengen, dass nicht noch mal irgendeine Nachlässigkeit passiert. Also ich sehe es nicht so, dass da immer ganz viel vergessen wird und man überhaupt nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Klang gerade ein bisschen so. Ich glaube, ganz viel hat der Michel auch gar nicht gesagt. Das war das mit dem Trüffelschwein, glaube ich. Ne? Punkt für dich. Ja. Respektive der Ministerpräsident. Verdammtes Gendering. Verdammtes Sternchen. Sternchen, Eichhörnchen, whatever. Ach, das soll ich nicht sagen, hat der Michel gesagt. Gut. Wir könnten jetzt in der Tagesordnung fortfahren oder, wie die Simone eben schon anregte, den nicht öffentlichen Teil jetzt machen. Der müsste dann aber von irgendwem beantragt werden. Das müsste jetzt aber bitte die Fraktion in Gänze. Ja, das war dann wohl mein Antrag, aber ich weiß nicht, ob 27 Minuten dafür jetzt ausreichend sind. Wir können auch ansonsten weiter in der Tagesordnung fahren und fortfahren und die Geschichte dann bei der nächsten Fraktionssitzung besprechen. Ich weiß nicht, haben wir jetzt Freitag thematisch schon festgelegt, sonst Dienstag? Nee, ich stelle den Antrag. Ich stelle den Antrag doch, weil ich dazu was gerne sagen möchte. Ich habe auch einen Punkt für eine. Also dann hätte ich jetzt. Nach Kategorie 4, ne? Gut, Frank möchte noch was sagen vorab. Ja, ich hatte, wir müssen es ja mit dieser Nichtöffentlichkeit und den verschiedenen Stufen da noch irgendwie ein bisschen üben. Ich denke, wenn wir das nicht öffentlich begründen, dann ist das erstmal eine Sache, die uns 20 betrifft. Und ich würde das gerne als Start der nicht öffentlichen Sitzung unter uns 20 besprechen. Also Antrag einer nicht öffentlichen Sitzung von uns 20. Ich
mache einfach das Mikro an. Also mein Antrag würde anders lauten. Ich hätte gerne den Fraktionsgeschäftsführer dabei. Gut. Gibt es da weitere Wortmeldungen zu? Sonst würde ich darüber abstimmen lassen. Nicht öffentlich plus, also MDLs plus der Geschäftsführer. Vor Top 8. Daniel, dann Simone. Ja, ich dachte, wir wollten noch reden. Ah, sorry, ich kann darüber nicht abstimmen, sonst muss ich leider die Sitzung letzten Endes dann auch verlassen. Ist nur eine Rückfrage dazu. Es geht bei dem nicht öffentlichen Teil um eine Personaldiskussion oder geht es um andere Themen? Dann, dass der Meta-Antrag ist, von mir geht es natürlich dementsprechend auch. Im Gegensatz zu mir. Es geht um Personalien, aber die Frage ist, der Grad ist. Also bei meiner Personalfrage, da ist der Harald durchaus in Kenntnis über die Sache und kann gerne dabei bleiben. Da geht es mir nur um die Persönlichkeitsrechte eines Mitarbeiters. Gut, mir geht es jetzt darum, nur Abgeordnete oder zusätzliche Personen. Das hätte ich jetzt gerne gewusst. Okay. Ja. Im Prinzip muss das der Antragsteller beurteilen. Ja. Moni, bitte. Also für meinen Antrag stelle ich den Antrag, dass die Abgeordneten und zusätzlich der Harald hier sind. Gut. Können wir dann jetzt darüber abstimmen? Ist das okay? Dann bitte ich um Handzeichen, wer dafür. Oder möchtest du noch was sagen, Frank? Das kann ich jetzt bei. Ja, ich wurde gerade, so habe ich das verstanden, aufgefordert, den Antrag zu begründen, warum ich halt die 20er. Nicht begründen. Nee, was denn? Es geht nur darum, dass ich das natürlich nicht entscheiden kann. Ich kann das ja nicht entscheiden, ihr müsst es einfach sagen, dann ist das für mich in Ordnung. Ihr müsst sagen, welchen Level an Vertraulichkeit ihr braucht, weil ich kann es ja nicht beurteilen, was ihr für ein Level an Vertraulichkeit braucht, dann ist das okay für mich. Nur kann ich halt nicht darüber entscheiden, welchen ihr braucht. Das ist der Punkt. Sagt, ihr wollt es so und so haben, dann fertig. Ja, Moni hat jetzt gerade was beantragt. Das ist alles. Nicht begründen, um Gottes Willen. Gut, mein Antrag bezieht sich darauf, dass wir vorab diese 20er-Runde ganz kurz machen, um eine Frage einfach zu klären, die auch das Thema Personal betrifft. Und wirklich die 20er-Runde. In welcher Reihenfolge hättet ihr das gerne? Dann machen wir Franks Antrag zuerst, also nur Abgeordnete jetzt. Bitte ich um das Handzeichen. Das Momentchen war. Eigentlich darüber abzustimmen, müsste ich kann mir nur der Antragsteller wissen, welcher Grad nicht erfolgt hat. Ne? Das ist das, was ich meine, weil was soll ich jetzt abstimmen? Ich habe ja gar keine Ahnung. Aber ja, ja, auch. Ich glaube, war einstimmig. Nee. Nicht ganz, aber. Gut. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Ist der Antrag bei 3 Enthaltungen einstimmig so angenommen? Dann möchte ich Jaroslav bitten, den Stream auszuschalten. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Fraktionssitzung. Ist Freitag mit Stream, ja, ne? Gut, wie viel Uhr war es? Freitag, 13 Uhr. Der 18. genau.